film van Europa. Juist. En dit is de moeder. En die heeft halverwege de klep naar beneden besloten dat hij in één keer een grote sprong ging maken. En ja, ik heb in eerste instantie gewoon vastgehouden. En toen ben ik nog een paar meter verder getrokken. En toen heb ik pas losgelaten. Maar dat was voor mijn arm al iets te laat eigenlijk. Brengt dit jouw voorbereiding voor de wereldbekerfinale dressuur, brengt dat dat in gevaar? Ja, het is natuurlijk wel zo dat ik dus normaal gesproken deze week volop in training zou zijn gegaan. Omdat met Gaston Bonfire heb ik tot nog toe één wedstrijd gereden, daarna weer basiswerk gedaan. En die was dus nu weer zover om weer wedstrijdgericht te gaan werken. En deze week die vervalt dus gewoon, dus echt optimaal is het niet. En voor mij is het gewoon een zaak om nu te kijken hoe snel dat ik het dan wel weer goed heb. Even zag het er naar uit dat Indoor Brabant helemaal niet door zou gaan. De varkenspest zorgde ervoor dat er een verbod kwam op het vervoer van onder andere paarden. Er braken angstige tijden aan voor de organisatie van de wereldbekerwedstrijden. Ja, het waren natuurlijk hele spannende weken, omdat je bent druk bezig met de voorbereidingen van een evenement en je verwacht helemaal niet dat er dan een vervoersverbod voor paarden over je heen komt. Nou, dat zijn eigenlijk zaken die dan toch wel erg veel tijd vergen en dan krijg je toch wel eens momenten, ja, gaat het nou door, gaat het niet door. Ik heb er persoonlijk nooit aan getwijfeld, maar de telefoon heeft werkelijk roodgloeiend gestaan. Welke maatregelen hebt u moeten nemen? Ja, we hebben natuurlijk met diverse instanties gesproken. Op de eerste plaats met het ministerie van Landbouw. Want paarden zijn geen dragers van het varkenspestvirus. En we hadden eigenlijk al snel de indruk dat het ministerie van Landbouw mee wilde werken om paarden uit dat vervoersverbod te halen. Dus we hadden eigenlijk alle vertrouwen in dat het goed zou komen. En het kwam goed. Over 2 weken kan Ankie van Gunsven opnieuw de wereldbeker in de wacht slepen. En dat is iets dat zeker niet gaat vervelen. Het is heel raar op een keer, want als je begint te winnen, lijkt de kick van winnen alleen maar groter te worden. En ja, dat is natuurlijk voor mij ook weer een kick om daar toch weer te proberen te winnen. Ja, want die prijzen die blijven maar komen. Net weer ruiter van het jaar, voor de 4e maal deze keer. Hoe beleef je dat dan? Ja, ik ben er hartstikke trots op, want dat betekent natuurlijk toch dat het al 4 jaar heel goed met me gaat. En ja, ik weet natuurlijk, het is niet makkelijk, want er komen steeds meer mensen in de buurt en de sport die groeit aan alle kanten. En, maar ja, ik zei al, voor mij is het ook weer een kick om toch iedere keer toch maar weer beter te presteren. De Zwitserse ex-scheidsrechter Koert Reutlisberger is door de UEFA levenslang geschorst. Hij zou hebben getracht meer dan 100.000 gulden op te strijken van het Zwitserse Grasshopper. In ruil daarvoor zou scheidsrechter Soek, een vriend van Reutlisberger, de Zwitserse club bevoordeelden in de Champions League wedstrijd tegen Auxerre in oktober 96. Reutlisberger ontkent de beschuldiging ten stelligste. Ik heb mij gevraagd, wer had mij dan een solches ei in. Carlos? Si, senor. Ist die Polizei verständigt? Ja. Und ein Krankenwagen? Ja. Nur verstehe ich nicht ganz, senor, warum wir einen Krankenwagen brauchen. Deswegen, weil Mr. Feddersen, als er hier war, auf jemanden geschossen hat. Hat er das? Auf wen hat er geschossen? Auf dich, Carlos. Senor Bosco, wie konnten Sie das tun? Glaub mir, es war einfach. Ja, der Typ kann auch so die Pistole drücken. Bitte bleiben Sie ganz ruhig und versuchen Sie, ihn zu bestreiten. Entschuldigen Sie, Detective Stella Tambrell, L.A. Police. Und Sie sind? Jean-Marie Bosco. Der Mann, den Sie suchen, heißt Joe Feddersen. Das ist die Waffe, mit der er auf meinen Fahrer geschossen hat. Meinem Bodyguard ist es gelungen, sie ihm abzunehmen. Irgendetwas sagt mir, dass Sie sich auch das Kennzeichen gemerkt haben. Das habe ich in der Tat. Das Kennzeichen ist 3KXBO73. Kalifornisches Nummernschild. Aber Mr. Feddersen ist eigentlich aus Hamburg, Deutschland. Und ich bin der Mann, den er sucht. Wären Sie so freundlich, mir genau zu sagen, was passiert ist?
nicht den Flugzeugabsturz ungeschehen machen, Jean-Marie. Ich hatte nur gedacht, dass du die Freundin von Feddersen... Ja, ich verstehe. Aber ich muss ja von einem tollen Deal erzählen. Ja, auf der Schweizer Konto. Und das Beste daran ist, der Schweizer Franken ist gestiegen und deine 8 Millionen sind jetzt fast 10. Na schön. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ciao. Verdammt. Los Angeles Police, öffnen Sie die Tür. Wow. Hi, kann ich Ihnen behilflich sein? LAPD. Ich suche einen Joe Feddersen. Aha. Mark. Hey, Mark, kennst du einen Joe Feddersen? Nein, kenne ich nicht. Und wer sind Sie? Oh, mein Name ist Klaus Winkelmann und das ist Mark Wiesner. Aus Deutschland, stimmt's? Woher wissen Sie das? Ich habe einfach geraten. Das ist Feddersens Wagen da vor der Tür. Ja? Ja. Warum suchen Sie ihn? Hat er ihn gestohlen? Genau gesagt wird er wegen versuchten Mordes gesucht. Er hat auf einen Chauffeur geschossen, der für einen Mann namens Jean-Marie Bosco arbeitet. Haben Sie mal von dem gehört? Nein. Was will man mir? 2 Stunden in L.A. und schon ist man mitten in einer Kriminalgeschichte. Wenn Sie wissen, wo Feddersen ist und es mir verheimlichen, dann können Sie sich auf ziemlich viel Ärger verlassen. Haben Sie mich verstanden? Gut, dann möchte ich jetzt Ihre Papiere sehen. Und, was führt Sie nach L.A.? Tja, eigentlich sind wir hier, weil, Weil wir müssen uns mit einem wichtigen Hollywood-Produzenten treffen. Sein Name ist Elliot Dexter. Wir stellen ihm das neue Drehbuch Run and Hide von Patricia Hahn vor. Sie ist eine der bekanntesten Drehbuchautorinnen bei uns in Deutschland. Vielleicht haben Sie schon von ihr gehört. Nein. Aber ich werde diesen Elliot Dexter anrufen. Und es wäre gut für Sie, wenn er Sie beide kennt und über dieses Drehbuch Bescheid weiß. Ich gehe jetzt. Und wenn Sie Feddersen sehen oder was von ihm hören, rufen Sie mich an, okay? Mhm. Hier ist meine Karte. Machen wir. Rein. Also, mit dem Mordversuch, stimmt das, Joe? Das ist nur eins von Boscos Spielchen, mit dem er Spannung in mein Leben bringen will. Ja, nur diesmal hat er die Los Angeles Police auf seiner Seite. Ja, sieht ganz danach aus, ne? Also, meine Freunde, zum Ersten, wie habt ihr mich gefunden? Durch Otero. Er hat uns ein paar Häuser in L.A. genannt, in denen man relativ sicher ist. Weil er davon ausging, dass wir dich da vielleicht finden können. Na ja. Und zweitens, wer hat euch gesagt, dass ihr kommen sollt? Niemand. Wir sind hier, um dir zu helfen, aber Joe, das Ganze muss legal ablaufen. Hör zu, Jungs, ich war in Boscos Villa heute Morgen. Er hat ein ganzes Rechenzentrum da drin.
Von dort aus scheint er seinen ganzen Besitz zu verwalten. Wenn es uns gelingt, das anzuzapfen. Ich versuch's. Haben wir ihn bei den Eiern. Was ist, wenn wir erwischt werden? Aber wir müssen's tun. Wir haben sonst keine andere Chance mehr. In 10 Minuten, Showtime. Ich habe auf niemanden geschossen. Das weiß ich. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Wie meinen Sie, uns helfen? So, wie ich es gesagt habe. Ich habe Nachforschung über die Waffe angestellt, die Bosco mir gab. Ich fand raus, dass ihr einem Polizisten namens Sam Otero gehört. Und der hat mir die Wahrheit über euch erzählt. Und dann überprüfte ich diesen Bosco. Der ist wirklich ein mieses Schwein. Also, Bosco schoss auf seinen eigenen Mann und wollte es Ihnen anhängen. Es blieben Pulverreste haften, als ich ihm die Hand gegeben habe. Wenn Sie mich fragen, der Kerl verdient wirklich den Knast. Versuchen wir zusammenzuarbeiten. Gut. Also, was haben Sie rausgefunden? Ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier bin. Ich habe nichts getan. Ich bestehe darauf, meinen Anwalt anzurufen. Das ist Ihr gutes Recht. Aber vielleicht wollen Sie sich den Deal anhören, den ich Ihnen anbiete. Deal? Welchen Deal? Was zum Teufel geht hier ab? Das wollte ich eigentlich von Ihnen erfahren. Denken Sie, dass das da irgendwas mit mir zu tun hat? Wir beide wissen doch, dass diese Computerausdrucke alle Aktivitäten von Jean-Marie Bosco dokumentieren. Sowohl die legalen als auch die illegalen. Und das Komische ist, dass Ihr Name überall auftaucht. Wollen Sie einen Blick darauf werfen? Ich habe meine Brille nicht dabei. Wenn Sie Ihre Chance nicht nutzen wollen, Mr. Miller. Gut, einverstanden. Machen Sie Ihren Anruf. Ich bin jedenfalls weg. Mein Angebot gilt nicht mehr. Moment mal.
Wie sind Sie daran gekommen? Woher ich die habe? Tja, sagen wir mal, ich habe sie von einem Freund bekommen. Sie ist gut. Das kann unmöglich sein. Jedenfalls habe ich sie bekommen. Was ich hier habe, reicht, um sie für sehr lange Zeit hinter Gitter zu bringen. Das glaube ich nicht. Oh ja, ich weiß es. Sehen Sie, die Leute in diesem Land reagieren sehr empfindlich auf die kriminellen Machenschaften der feinen Herren. Die sind einfach sauer, wenn sie sehen, wie viel Geld drauf geht für Polizisten und Gefängnisse, damit die kleinen Betrüger aus dem Verkehr gezogen werden. Während so betuchte Scheißkerle wie Sie sich ausgebuffte Anwälte nehmen können und meistens ungeschoren davonkommen. Aber Sie können mir glauben, das läuft nicht mehr. Wir lassen Sie alle hochgehen. Und Sie, mein Freund, werden einer von Ihnen sein. Außer... Außer was? Außer Sie liefern uns Bosco. Sie wissen garantiert, wo er ist. Also, wenn Sie uns zu ihm hinführen, erzähle ich dem Staatsanwalt, dass Sie kooperiert haben. Vergessen Sie. Vielleicht haben Sie nicht verstanden, was ich gesagt habe. Und Sie haben nicht verstanden, was ich gesagt habe. Nein. Ich sitze meine Zeit ab, wenn es sein muss. Aber Sie erfahren nichts von mir über Bosco. Wenn er bereit ist, für Bosco in den Knast zu gehen, kann ich nicht viel machen. Kann ich mal kurz mit ihm reden? Ja, nur zu. Ich weiß Ihre Loyalität zu schätzen. Aber wie wollen Sie fertig werden mit 119 unschuldigen Menschen, die Sie umgebracht haben? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Die einzige Chance, Ihre Haut noch zu retten, ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Kapieren Sie das? Und wer kümmert sich dann um mich? Er ist gut. Es ist auf der anderen Seite des Hafens. Kalaschnikows. Ich nehme nicht an, dass ihr Waffen dabei hat. Natürlich nicht, das wäre illegal. Ich habe einen Vorschlag. Wenn Sie sie ablenken, kümmern wir uns um den Rest. Okay. Thank you.
Was ist los? Er will Ihnen sagen, dass es vorbei ist. Sie wissen alles. Mir. Was zum Teufel macht er? Er bringt sich selbst um. Ist er verrückt? Hier, Detective Tamburell. Ich brauche Verstärkung. San Pedro Pier, Dock 42. Macht er noch? Thank you.
Komm, Joe. Komm her. Alles klar? Joe. Ja. Komm, nimm meine Hand. Hast du ihn, Klaus? Los, komm. Bist du okay? Joe, alles in Ordnung mit dir? Okay, alles ist okay. Ich bin okay. Du bist verrückt, Mann. Diese Sendung wurde freundlich unterstützt von Fernsehwoche, der großen Programmzeitschrift. Das Buch und die CD zur Serie, jetzt im Handel erhältlich. Farouk braucht eine deutsche Frau, dann könnte er hier bleiben. Ich mit einem wildfremden Mann. Mein unbekannter Ehemann. Wilde Herzen im Ersten. Mittwoch, 20.15 Uhr. Schon mal gesehen haben, wissen Sie, dass Sie am Anfang immer so ein kleines Spielchen machen. Heute würde ich gerne mit unseren Zuschauern das Spiel machen, süß, sauer, salzig. Ich habe hier drei Sachen, einmal was Süßes, was Saures und was Salziges. Das wird gleich angetestet. Dazu brauche ich natürlich einen freiwilligen Kandidaten. Die Dame, die so schön wegguckt, machen Sie mit. Ich gebe Ihnen mal dieses Lätzchen hier, damit Sie sich auch nicht beschmutzen. Wenn Sie es einfach hinten ganz locker mal, helfen Sie mal hinten mit. Mithelfen, Schlaufe machen. Sie sind die Frau? Barbara. Süß, sauer, salzig, kennen Sie auch schon mal gespielt. Ich werde Sie gleich füttern und wenn es süß ist, sagen Sie süß. Wenn es sauer ist, sagen Sie salzig. Das Ganze natürlich im Dunkeln, das macht die Sache etwas schwieriger. Und Sie zu Hause können es sehen, wir hier im Studio nicht. Und jetzt wird es zappenduster. So Barbara, jetzt komme ich zu Ihnen und werde Sie füttern. Ja, und Sie sagen mir ganz einfach, was es ist. So, Barbara, Es geht los. Hier kommt der erste Löffel. Barbara, Was ist das? Was ist das? Haben Sie schon im Mund, Barbara? Nein. So, jetzt der nächste Löffel. Was ist das? Was ist das denn? Wo ist denn der Mund? Da. Was ist das? Oh, Scheiße, ich sehe nichts. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Wo ist denn der andere? Das hatte ich noch nicht. Was ist das hier? Was ist denn das? Jetzt nehmen Sie doch mal Barbara. Das war nicht Barbara. Entschuldigung. Oh Gott. Entschuldigen Sie. Das war... Entschuldigen Sie bitte. Der WDR trägt die Kosten. Natürlich. Der WDR, Sie waren der Herr? Werner. Werner, vielen Dank für die gute Laune, die Sie mitgebracht haben. Ich freue mich jetzt, Sie werden gleich sauber gemacht, Werner. Ich freue mich jetzt auf meine Kandidaten und hier sind sie auch schon.
Oliver. Wo beide kommt, wo kommt ihr beide her? Köln. Aus Köln. Und macht was? LKW fahren beim Zivildienst. Und du im Moment? Energieelektroniker, Fachrichtung Betriebstechnik bei der Firma Ford. Ford, das hat er auf jeden Fall untergebracht. Ja klar. Das war schlau. Was habt ihr beide schon mal im Dunkeln erlebt? Ich habe mir sagen lassen, ihr habt eine nette kleine Anekdote, die euch gemeinsam im Dunkeln passiert ist. Ja, ich habe ja eigentlich geschlafen. Ja, erzähl es nicht. Das ist ja eine nette Anekdote. Eine Mörderpointe. Soll man das jetzt erzählen, oder was? Ja, man hat mir gesagt, das sei jugendfrei, das könnte man erzählen. Ganz jugendfrei ist es auch wieder nicht. Ja gut, was nicht jugendfrei ist, schneiden wir raus. Wir waren auf Klassenfahrt und dann kam... Ach, das ist so ein uraltes Ding. Ich dachte, das wäre mehreren körperlichen Beziehungen. Und da waren wir zwei halt und eine weibliche Person. Okay, bis dahin, vielen Dank. Das kann man nicht erzählen. Nee, lass mal. Das ist mir dann doch. Alles klar. Darf ich zwischen euch? Sandra und Silke. Sandra, lass mich doch dazwischen. So, warte. So, jetzt bin ich dazwischen. Ihr beiden kommt woher, Sandra und Silke? Aus Köln. Und macht was im Leben? Studieren und so. Andere Sachen. Also ich komme ganz gern mal aus Bergheim. Du kommst ganz gern mal aus Bergheim. Sagt man meistens nicht so gern, du sagst das gerne in diesem Fall. Ihr beide habt auch, ihr werdet oft verwechselt. Hin und wieder. Hin und wieder, ja. Ja, man sieht es, wir sehen uns sehr ähnlich. Wir könnten sozusagen auch Geschwister sein. Sagen manche. Ihr seht euch sehr ähnlich. Silke, Sandra. Was habt ihr da schon passiert? Was ist da schon? Ja, ach so, ich habe euch schon verwechselt. Siehst du, das war's schon. Sag, passiert. Was schon passiert, schon weiß ich gar nicht mehr. Wer warst du nochmal? Sandra. Sandra, musst du selber drauf gucken, sonst weißt du es auch nicht mehr. Was sind für Verwechslungen passiert? Ein Freund von uns, der uns beide kannte, hat uns verwechselt. Ja, das... Ist auch eine lustige Geschichte. Das ist eine lustige Geschichte schon, ja. Und dann, gab es eine Verwicklung? Sonst wollt ihr eure Geschichte noch vielleicht mal zu Ende erzählen. Nee, muss nicht unbedingt sein. Ja. Ich würde aber die Geschichte auch lieber hören. Weil ich alles klar, ich gehe zu meinen nächsten Kandidaten. So. Isaac und Christian, ihr beide seid, ich habe noch Nutella am Finger. Werner, ist alles weg bei Ihnen? Ach, Werner ist eben kurz mal für Dingenskirchen. Kommt wieder zurück, Werner ist eh nicht da. Wir schneiden dann auf Werner, wenn er wieder da ist. Christian und Isaac, ihr beide seid Künstler. Richtig. Ihr habt einen LKW, mit dem ihr von einem Schrottplatz zum anderen fahrt. Auch, ja. Um dann letztendlich aus Schrott Kunst zu machen. Genau. Wie geht das? Ja, das sind ganz große Kunstwerke aus lauter kleinen Einzelteilen, Schrottteile. Und gegenständliche Sachen. Wir haben zum Beispiel gebaut ein großes Messer, einen großen Löffel oder eine große Gabel. Toll. Das sind ja Dinge, die man braucht. Genau. Ja. Und was kostet so ein Löffel aus Schrott bei euch? Kann man auch kaufen. Ja. Ist klar. Ja. Sonst wäre das ja sinnlos. Wo kann man die Dinger sehen? Die kann man sehen in Frankfurt. Und wer Interesse hat, kann sich gleich mal bei uns melden. Dann zeigen wir ihm das alles. Teilweise stehen die Sachen auch in einem größeren Skulpturenpark. Oder im Museum. In der Nähe von Frankfurt oder vor Museen. Okay, wer Lust hat, kommt vorbei, kann es angucken. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Spiel. Es hat mit Kunst zu tun. Kommt bitte zu mir. Ja. Silke, Sandra. Ich werde euch jetzt bitten, in unsere Galerie zu gehen und dort werdet ihr jeweils zu zweit ein Gemälde malen. Jeder malt eine Hälfte, alles weitere erkläre ich euch gleich. Und jetzt geht ihr bitte in unsere Zappenduster Kunstgalerie. Wir sehen uns gleich. Viel Spaß. Keine Gabel malen, ne? So, und jetzt komme ich eigentlich zu meiner Lieblingsstelle immer in der Sendung. Und zwar suche ich mir jetzt meine Jury. Brauche jetzt drei Zuschauer, die hier unparteiisch entscheiden, wer heute Abend gewinnt. Wer ist denn nicht verwandt oder verschwägert mit unseren Kandidaten? Das kann doch wohl nicht sein, oder? Das wollen Sie mir doch nicht weismachen. Da ist jemand nicht verwandt oder verschwägert. Nee, Frau, darf ich Sie bitten, Sie sind heute Abend, Ihre Tochter spielt mit. Faire Aussage, dann sind Sie nicht dabei, ne? Gut, da sind die ja tatsächlich alle verwandt mit denen. Darf ich Sie fragen, sind Sie mit jemandem verwandt oder verschwägert? Ja, ja. Oder, Riesenapplaus, kommen Sie zu mir, machen Sie mit. Nehmen Sie einfach schon mal vorne Platz.
So. Werner ist wieder da. Wieder umgezogen. Werner, kannst gleich wieder. Gehst in die Jury, Werner. Schön, Werner auch wieder dabei. Und darf ich dich noch bitten? Mich? Ja, einen Riesenapplaus für den jungen Herrn. So. Unsere Jury heute Abend, herzlich willkommen. Ich komme zunächst mal zu Ihnen. Sie sind die Frau? Schmidt. Hilde. Hilde bin ich. Hilde. Hilde oder Schmidt, entscheiden Sie sich. Beides. Hilde Schmidt sind Sie. Ja, Hilde Schmidt, wo kommen Sie her? Aus Königsdorf. Aus Königsdorf. Das ist zufällig bei Köln. Das ist bei Köln. Was kann man über Königsdorf sagen? Was macht Königsdorf aus? Pff, gut, okay. Dorf. Bitte? Schönes Dorf. Ja. Werner? Ich komme aus Mahl. Aus Mahl, aus dem schönen Mahl. Richtig. Werner, was gibt's zu erzählen? Was machst du beruflich? Ja, ich bin in der Chemiebranche tätig. Hüls. Hüls? Ja. Ja, das ist schon die dritte Firma, die Sie da... Und hier haben wir? Na, hi, ich bin der Patrick. Der Patrick. Ja. Patrick, du machst was? Ich bin Schüler. Patrick ist Schüler. Schon mal in der Jury gesessen irgendwo? Nö. Ist dir schon mal was Peinliches passiert im Dunkeln, Patrick? Nee. Ja, okay. Werner, Hilde und Patrick, heute Abend meine Jury. Darf ich bitten, diese Hüte aufzusetzen? Werner? Frau Schmidt? Ja? Nee, es müsste schon, so steht Riff da, ja? Es müsste, wir sind die Jury. Meine Jury heute Abend. So, dann kommen wir zum ersten Spiel. Die Aufgabe ist ganz einfach. Die Kandidaten müssen schlicht und ergreifend nur ein Haus malen. Das ist es eigentlich schon. Und das Ganze im Dunkeln natürlich. Ich darf euch jetzt bitten, reinzukommen. Findet erstmal eure Staffelei, nehmt dann den Stift in die Hand und dann geht es schon los. Wie gesagt, es ist dunkel. Findet eure Staffelei. Es sind drei Staffeleien im Raum. Wo möchtest du denn hin? Das ist der Raum. Wo bist du? Wenn euch an die Hände fasst, wäre es einfacher. Komm mal hier. Alles klar. So, ja, okay. Hat jeder eine Staffelei? Das ist unsere. Ja, okay. Freunde. Alle Finger von meiner Staffelei. Isa, hast du den Christian? Hast du den Christian? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin hier. Silke und Sandra, jetzt seid ihr an eurer Staffelei. Ja. Ja. Isaac, das Spiel muss langsam mal losgehen. Ja, bleib mal locker, ich sehe doch nichts hier. Was haben wir denn zeichnen? Alles klar. Ihr malt jetzt bitte abwechselnd. Hört mir genau zu. Etwas ganz Simples. Und zwar malt ihr jetzt erstmal ein Dach. Der Erste malt jetzt ein Dach. Los, Olli. Oben oder unten? Was denn immer? Oben? So, der Zweite malt jetzt die Fenster zum Haus. Die Fenster zum Haus. Jetzt hast du es gemerkt. Fenster zum Haus. Nach den Fenstern den Weg zum Haus. So einen ovalen Weg. Immer schön abwechselnd. Geht nach links über so. Wenn der Weg fertig ist, malt ihr den Baum im Garten. Kleine Ohrwalde ist jetzt auch nicht schlecht. Malt ihr bitte die Tür zum Haus. Ich muss unten mal, ich habe ganz viele Fenster. Der nächste ist unser Schorsch übrigens, unser Kameramann im Dunkeln. Hallo Schorsch. Die Tür, nach der Tür die Wände für das Haus. Wände. Die Wände für das Haus, ja. Die Wände. Was? Hände. Ja. Wenn ich hier das Dach gemalt habe. Nicht die Hände, die Wände. Ah, ja, das wird schon. So, und jetzt bitte den Hund, der das Haus bewacht. Oh, das ist ja schwer. Das ist eine künstlerische Handlung hier. Den Hund vor das Haus. Und der nächste malt dann das Bächlein, was der Hund lässt. Das Bächlein? Bächlein? Bächlein. Wo ist denn der Hund? Hier. Also, mal kein Springbrunnen. Den Schornstein. Mit Rauch sogar. Und das war's. Bleibt bitte so, wie ihr seid. Ich komme jetzt zu euch. Und aus. So, liebe Jury. Hilde, Werner und Patrick genau hingucken. Das ist das Ergebnis.
Hund deutlich zu hören. Sieht aus wie ein Haus. Er hat doch ein Dach und Fenster. Hat Dach und Fenster. Sander und Silke. Ja, Hund ist auch zu erkennen. Weil die Bächlein. Bächlein. Der kann nämlich besonders weit. Das ist ein wahrer Springlund, ne? So, und was haben wir hier? So ungegenständlich ist es doch. Ja. Aber der Hund ist hier. Das ist der Hund ist da drin, der Bach. Das sind die Kinder. Schwierige Entscheidung, liebe Jury. Was entscheidet ihr? Ein Paar muss uns leider verlassen. Das Dritte. Das Dritte? Ja. Von wem aus jetzt gesehen? Also da, wo du jetzt gerade vorstehst. Von dem Paar? Die beiden Herren, ja. Christian und Isaac müssen gehen. Ja. Schade, schade, schade. Dann darf ich euch schon mal bitten, in die nächste Runde zu gehen. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, das tut mir leid. Das ist schade. Ja. Richtig, ich bedanke mich. Bleibt eben noch mal kurz stehen. Sekunde. Können wir noch mal einen kleinen Applaus haben für Christian und Isaac? Christian und Isaac. Es tut mir leid, zwei Tassen, zwei T-Shirts. Ich bedanke mich bei euch. Ciao. Die Kandidaten für die zweite Runde. Sandra Silke von Kühlen. Oliver Eugen. Jetzt gehen wir in die zweite Runde. Seid ihr handwerklich begabt? Klar. Geht's klar. Ja? Schon mal, was schon mal zusammengebaut? Was zusammengebaut? Lego. Lego, das ist gut für dieses Spiel. Technik. Pappmaché. Ja, also sozusagen Pappmaché-Künstlerin auch. Aha, dann seid ihr also gut gerüstet für dieses Spiel. Jury, aufpassen jetzt, es wird jetzt Handwerklichkeit bewertet. Ihr werdet gleich im Dunkeln zwei Stühle zusammenbauen. Ich würde sagen, geht jetzt schon mal in unseren zappenduster Hobbyraum. Alles Weitere erkläre ich euch dann drin. Alles bis gleich. Ne? Ist klar. Werner, Stühle zusammenbauen im Dunkeln. Frau Schmidt, ne? Ja. Und wer es am besten macht, der. Wer nicht drauf sitzen kann, hat gewonnen. Bitte? Wer nicht drauf sitzen kann, hat gewonnen. Wenn Sie das so bewerten wollen, mir ist das egal. Ist Ihre Entscheidung? Natürlich. Doch. Werner selber handwerklich auch schon mal tätig gewesen? Ja. Was ja? Womit? Von Ikea einen Stuhl zusammengebaut. Von Ikea und? Wohl handwerklich so, oder nicht? Und ist das bei schwer? Der Gebrauchsanweisung. Ist das schwer? Natürlich ist es schwer. Ja, die müssen jetzt ohne Gebrauchsanweisung. Kannst du dir vorstellen, aber wie schwer das ist? Dafür dürfen sie im Dunkeln arbeiten. Dafür dürfen sie im Dunkeln arbeiten. Du musst mal bei uns als Kandidat mitmachen nächste Sendung. Mach's mit, Werner. Ja. Kommst das nächste Mal wieder, ne, als Kandidat. Patrick, auch mal, Frau Schmidt. Sie können ja auch mal rein, wenn Sie wollen. Ne? Das Licht ist jetzt noch mal kurz an im Raum. Geht einfach mal im Hellen rein. Das kann doch nicht. Ist schon dunkel drin? Nö, es muss hell sein. Macht erstmal Licht wieder an, bitte. Ja, ist Licht. Ist Licht? Ja. Ach so, alles klar. Dann geht bitte mal zu den Stühlen da vorne. Stellt euch einfach mal kurz daneben. So, also ihr wartet Sekunde, nicht, sucht ihr euch einen Stuhl, habt ihr schon ausgesucht oder jo. Was macht ihr? Ja. Okay, ihr sucht euch jetzt bitte einen Stuhl aus, den ihr bauen wollt. Da liegen also Bauteile für drei Stühle. Wer den Stuhl richtig zusammenbaut, einen, der hat gewonnen. Licht aus und los geht's. Sandra, ja. Beine? Das ist nicht alles, ich hab einen langen. Der lange oder was? Wir haben lange Beine. Alles klar, bis die Vorderseite. Die sind gut. Die sind gut? Ja, der was heißt, aber das kann ich erleben. Das sind die langen. Hey! Hey! Ja, ich brauch mal Beine. Niemand ist weg. Das ist schon alle. Das sind unsere langen. Hey! Ich hab jetzt alles wegnehmen. Ich hab noch einen langen. Ihr klaut unser Zeug hier, ey. Wie war das denn? Hände? Ich weiß es nicht. Hau mir nicht die Köhle auf den Kopf. Ich hab keine. Sandra baut viel vor sich hin. Einer für einen Leben. Toll, Sandra. Was hast du denn für Beine gehabt? Das geht ja auch so nicht. Nein, wo ist der? Ja, mein Bein. Ja, hier. Hast du? Wo denn? Ja, ich hab den. Kannst du mal den festhalten? Also der Stuhl muss hinterher standfest sein, ne? Scheiße. Sorry. Wo ist noch ein Bein? Warum schickt ihr die alle weg? Scheiße!
Ja, irgendwas ist mir aus der Hosentasche gefallen. Ich glaube, mein Mikrofon, ja wunderbar. Hast du noch ein Bein? Ah, ich habe schon einen ganzen Stuhl. Ich habe mich verfangen in meinem Mikrofon, wie geil. Hier, wir haben erstmal einen kurzen Bein, lass uns das erstmal nehmen. Scheiße, Olli, das ist zu kurz. Warte mal. Das muss doch gehen. Warte, lass uns hier vor uns nehmen. Wir nehmen jetzt weg. Okay, ich habe mir nichts zu tun. Hey, hey! Nicht gewartet. Hast du die Lene drin? Ich hab die Lene drin. Nee. Die schon drin? Ja, Lene ist drin. Du bist dran mit Bein. Mir fehlt noch ein Bein. Ein Bein. Ja, ich hab zwei Beine dran. Meine Lene ist fertig. Was machst du? Wo ist das lange Bein? Ich hab die Hintern nicht gerade hier. Und ich hab die Lene noch. Ich brauch noch ein langes Bein. Ein langes Bein! Er steht doch. Sind noch drei Beine drauf. Hast du eine Lene? Scheiße. Du bist gleich fertig. Oh, super. Ey, ich hab so ein langes Bein. Wir haben halt nur einen Hocker. So, an einem Stuhl fehlt noch ein Bein, Jungs. Ja, und bei Sandra und Sicke fehlt noch die Lehne. Okay. Hey, die Lehne! Gleich haben wir es. Mach die Lehne noch rein. Hier ist kein Loch. Wo ist das Loch? Da sind. Au. Wo denn? Warte, gib mal die Lehne. Wo ist bei dem Stuhl? Ja, wenn wir sind, du hast den falschen Stuhl. Nachher musst du mal die Hände sauber machen. Dann werden wir jetzt nicht hier. Scheiße! Und aus. Scheiße. Oliver, ist das das Endprodukt? Wir waren schon weiter. Ich hab doch ja, ihr wart drin. Weiter. Ihr wart weiter. Also ich glaube, ihr hattet drei Beine drin. Und die Rückenlehne. Am Schluss, du hattest sogar schon halb drauf gesessen, soweit ich mich erinnere. Die Rückenlehne. Gut, okay, das sieht eher aus wie ein Melkschemel. Ne? Hilde, Werner und Patrick, schön merken. Lieber nicht, Silke. Also der hält. Ne? Der hält. Das kann man fast als Stuhl bezeichnen. Oh, Schatz. Liebe Jury. Was machen wir? Die Mädchen sind besser, die sollen bleiben. Die Mädchen sind besser, die sollen bleiben, ja. Frau Schmidt. Ja, dann bleibt ihr. Tut mir leid, ihr beiden. Es war schön. Bedanke mich. Sicke, Sandra, ihr könnt schon mal zum nächsten Spiel gehen. Wir sehen uns gleich wieder. Im Endspiel da vorne geht's wieder raus. Vorsicht, da hinten ist das Licht auch wieder aus, ne? So, die sind für euch beide. Bedanke mich bei Oliver und Eugen. Danke. Danke. Riesenapplaus nochmal für Eugen und Oliver. Danke euch. Ciao. Sandra und Silke gehen ins Finalspiel. So. Finalspiel. Ihr beide werdet jetzt in unserem Schlussspiel eine Party vorbereiten. Das heißt, mit Schnittchen schmieren, Luftschlangen aufhängen, Fass anstechen im Dunkeln, all solche spaßigen Sachen. Und wenn euch das alles gelingt, noch ein paar andere Aufgaben mehr, dann gewinnt ihr eine dolle Reise. Und zwar in folgende Stadt. Schaut mal, da geht es dann hin. Wo könnte das sein? Ja, also an dem Bus kann ich das ja nicht erkennen. Da ist der Bärlof nachts. Es ist Dublin, die wunderschöne Hauptstadt Irlands. Das kann nicht schlecht, oder? Ja, super. Gut. Ganz wichtig ist, es gibt in dem nächsten Spiel einen Joker. Das ist Mayo Rot-Weiß. Wenn ihr auf alle Schnitten Mayo Rot-Weiß draufkriegt, dann gibt es Sonderpunkte. Okay, dann darf ich euch jetzt bitten, die Party vorzubereiten. Viel Spaß beim Schlussspiel. Wir sehen uns gleich. So, Sandra und Silke, seid ihr soweit? Dann geht jetzt bitte rein und zunächst einmal sucht bitte den Kühlschrank und schmiert die Schnittchen. Denkt dran, Mayo Rot-Weiß gibt Sonderpunkte. Oh, jetzt Schnittchen schmieren, verzieren. Ich hab die Tuben, ich hab die Tuben. Ich hab rot-weiß, ich bin mir ganz sicher. Da unten würde ich nicht mehr hinfassen. Scheiße. Oh, hier hab ich ja noch was. Was ist denn da? Ich weiß nicht, aber wo ist denn der Tisch? Der Tisch ist irgendwo hinter euch.
Tisch ist links, 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 links. Links, geradeaus, geradeaus. Hier ist der Tisch. Rechts, nein, rechts. Rechts, rechts, rechts. Hier. Rechts, hinten, da, jetzt hast du ihn umgehauen. Da ist ein Sessel. Mach es auf dem Sessel fertig, ist doch egal. Wo denn? Ich weiß, vor euch ist ein Sessel, schmiert da, ist doch egal. Wo sind denn die Brote? Wo sind denn die Brote? Ich hab hier was. Das Rot-Weiß hier, Säcke Papier. Jetzt nicht rot-weiß ins Gesicht. Achso, die müssen wir erstmal probieren. Ist das rot-weiß? Das rot-weiß. Gut, jetzt die Brote. Mal halt fest. Wo ist denn mein Brot? Ich hab kein Brot. Ich mach's fast schon viel wichtiger. Irgendwo liegt da Kunstbrot rum. Warte, ich hab den Hammer. Dann schlag das Fass an, wenn da kein Brot ist. Da ist kein Brot. Sandra, kannst du den Hammer halten? Wo denn so? Hier, halt mal. So, Fass anschlagen. Denk an die Luftschlangen. Halt, ich Luftschlangen will erstmal. Wichtig ist das Bier bei der Party. Eben, Bier zapfen. Oh, der Hahn, die Humpen. Der Hahn ist abgebrochen. Mach die Krüge voll! Sandra Silke, mach die Krüge voll! Links, links! Sandra, links! Das schöne Bier! Unter dem Fass sind die Gläser! Unter dem Fass! So, denk an die Luftschlangen! Luftschlangen aufhängen! Ja, die Luftschlangen! Ich glaube, der Hupen ist gleich voll. Oh, ist kein Brot. Ja, hier, auf dem Tisch. Ich habe einen Lampenschirm. Was machst du denn jetzt? Bist du, Dicke? Oh, schnell was runterstellen, schnell was runterstellen. Das schnell was drunter. Ja, hier ist das so. Fehlt hier. Also, Fass ist angeschlagen. Das ist aufgehängt, rot-weiß. Ja, liegt auf dem Sessel. Aber aufgedreht. Komm zu mir, Sandra Silke, bleibt einfach hier. Liebe Jury, was sagt ihr? Werner, Frau Schmidt, Patrick? Spitzenmäßig gemacht. Das bisschen, was man essen kann, kann man auch trinken. Und Reise gewonnen. Gewonnen. Komm mit. Ja. Sandra und Silke, bleibt bei mir. Sandra und Silke, war's schwer? Ja, es gab kein Brot. Es gab kein Brot. Ich hab's eben auch nicht gesehen. Aber ihr habt es super gemacht. Jury hat entschieden, finde ich klasse. Okay, ihr beide fahrt nach Dublin. Liebe Zuschauer, vielen Dank an meine Jury. Dankeschön. Und liebe Zuschauer, wenn Sie Lust haben, Tommy Rot-Weiß, ja, lecker. Und wenn Sie Lust haben, wieder dabei zu sein, dann schauen Sie nächste Woche wieder rein. Bis dann. Ciao, ciao. Danke. So. Möchten Sie noch mal probieren? Ich weiß nicht so. Was ist das, süß oder sauer? Sauer? Ich sehe nichts. Wiederschauen. Schlagerparade der Volksmusik. Mit dabei Paul Hoffmann und seine Original-Schwarzwald-Musikanten. Die Kastelruther Spatzen. Hans Krönauer und Dagmar. Ein bunter Strauß von Melodie. Am Donnerstag, 20.15 Uhr.
Unsere Themen heute: Kofferklau am Flughafen. Leichtes Spiel für jedermann. Rückkehr mit Reue. Standort Deutschland besser als ein Ruf. Notruf vom Krankenbett. Pflegedienste im Zwielicht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Plus Minus. Top-Thema auch dieses Tages und daher auch bei uns an erster Stelle der Fusionspoker in der Stahlindustrie. Die feindliche Übernahme ist abgeblasen. Die Verschmelzung von Krupp Hösch und Thyssen ist seit gestern vom Tisch. Erleichterung macht sich breit. Doch der Sanierungsprozess fängt jetzt erst an. Die Sieger stehen längst noch nicht fest. In diesen Stunden Betriebsversammlung bei Krupp Hösch in Dortmund. Wie wird die neue gemeinsame Ruhrstahl AG zwischen Krupp und Hösch, zwischen Krupp und Thyssen genau aussehen? Was bedeutet die Bündelung im Stahlgeschäft für die Arbeitsplätze? Herr Schönenborn, Sie beobachten die Betriebsversammlung bei Krupp Hösch seit 20 Uhr. Was ist denn bekannt geworden, insbesondere was gibt es zu sagen zum Stichwort betriebsbedingte Kündigungen? Also hier ist recht wenig bekannt geworden. Im Grunde hat es nur einige Gewerkschaftsfunktionäre gegeben, die die Beschäftigten gebeten haben, auszuharren. Denn etwa 40 Kilometer von hier entfernt wird weiterhin verhandelt. Die beiden Konzernspitzen sitzen noch beisammen, Vertreter der IG Metall und der Betriebsräte. Und offenbar sind sie in dieser wichtigen Frage noch nicht zu einem abschließenden Punkt gekommen. Aber natürlich ist das für die Menschen, die hier zusammengekommen sind, die eine Frage. Die andere, die für Sie ganz wichtig ist, lautet: Wird hier in Dortmund weiterhin Stahl gekocht werden? Denn es ist ja vor allem ein Standortproblem. Krupp Hösch hat ja seine Probleme im Stahlbereich, vor allen Dingen deshalb, weil dieser Standort hier in Dortmund nicht am Rhein, nicht am Wasser liegt und sehr viel teurer ist als der in Duisburg. Wir können Ihnen zeigen, wie die 6000 Menschen heute Abend hier zusammengekommen sind. Ja, wir haben die Bilder im Moment nicht vorliegen. Es sind 6000 in einer ehemaligen Lagerhalle, Sie können es hinter mir ahnen, und sie warten. Sie wollen Informationen haben, und das ist im Moment das Entscheidende. Also Durchhalteparolen für die Belegschaft. Wie ist denn die Stimmung? Ist sie gedrückt? Sind die Menschen im Grunde erleichtert, dass sie erst mal weiterarbeiten dürfen? Ich habe den Eindruck, dass die Frage, ob die beiden Konzerne nun fusionieren, für die Beschäftigten gar nicht so entscheidend ist. Sie denken eigentlich sehr viel mehr an ihre eigene Umgebung, an ihren Arbeitsplatz. Und in der Vergangenheit war es ja auch schon so, dass in der Stahlindustrie sehr viele Arbeitsplätze abgebaut worden sind. In den letzten 10 Jahren kann man sagen, über den Daumen jeweils etwa so 10.000. Und bisher war es immer so, dass das ohne betriebsbedingte Kündigungen ging, wie bei der Kohle auch. Und das wird für Sie auch der ganz entscheidende Prüfstein sein. Sie haben schon davon gesprochen, es ist wichtig, wie geht es in Dortmund weiter. Vielleicht können Sie noch ein bisschen in die Zukunft blicken, in die nächsten Tage hinein. Welche wirklich wichtigen Fragen müssen denn jetzt noch geklärt werden? Thyssen-Chef Vogel zum Beispiel hat signalisiert, in seinem Unternehmen muss es nicht zu betriebsbedingten Kündigungen kommen. Was könnte denn jetzt Mittwoch, Donnerstag noch neu an Themen auf den Tisch kommen? Na, die Frage der Beschäftigten ist natürlich eine ganz wichtige. Es geht um etwa 25.000 Menschen, die voraussichtlich in dieser gemeinsamen Gesellschaft arbeiten werden. Die andere Frage ist natürlich, was werden sie produzieren? Wird es hier in Dortmund weiterhin Hochöfen geben oder nur Walzstraßen? Wird man hier andere Stahlprodukte fertigen als in Duisburg? Das sind strategische Fragen, die vor allem deshalb wichtig sind, weil diese Fusion den beiden Konzernen ja sehr viel Geld sparen soll. Und die bisherigen Krupp-Standorte, also hier in Dortmund, in Bochum und im Siegerland, sind die weniger rentablen. Thyssen ist der stärkere Partner. Und insofern, glaube ich, ist es bei den Verhandlungen vor allen Dingen ein Tauziehen zwischen den Standorten. Ja, vielen Dank, Herr Schönenborn. Vielen Dank nach Dortmund. Drastischer Arbeitsplatzabbau gehörte jahrelang zum Alltag in der deutschen Stahlindustrie. Seit 2 Jahren hat die deutsche Stahlindustrie nun aber die Verlustzone verlassen. Herr von Rann, die Arbeitsplatzverluste scheinen unumgänglich. Ist das wirklich der Fall? Die deutsche Stahlindustrie steht unter sehr großem Konkurrenzdruck. Unsere Nachbarn schlafen nicht, sondern haben sich schlank gemacht. Und wir müssen den Versuch machen, mit ihnen mitzuhalten. Nun ist die deutsche Stahlbranche in der glücklichen Situation, mit einem gewissen Aufschwung zu rechnen. Die Nachfrage wird steigen, die Preise werden steigen. Warum müssen dann Menschen entlassen werden in Deutschland? Wir haben es mit einer Konkurrenz zu tun, die sehr günstige Kosten sich erarbeitet hat. Und insbesondere unsere Arbeitskosten liegen deutlich höher als in anderen schon benachbarten Ländern. Ich will mal 2 Zahlen nennen. Unsere Arbeitsstunde kostet, wenn man alles in sie hineinrechnet, rund 55 Mark. Und in Großbritannien kostet vergleichbar gerechnet eine solche Arbeitsstunde 30 Mark, also die Hälfte von dem, was wir zu
rechnen haben. In den Ostblockländern kostet es vielleicht ein Zehntel von dem, was uns hier belastet. Und wir müssen durch hohe Leistung pro Stunde dafür einen Ausgleich suchen. Nun ist der Arbeitsplatzabbau in den 90er Jahren dramatisch gewesen. Er hat sich seitdem etwas beruhigt. Wie kann es denn sein, dass es nun weiter auf Kosten der deutschen Arbeitnehmerschaft nach unten geht? Wir können den Blick einen Augenblick zurückwerfen. Wir haben Anfang der 90er Jahre noch etwa 4.500 Beschäftigte benötigt, um 1 Million Tonnen Stahl zu erschmelzen. Und wir haben heute vielleicht noch 2.800 bis 3.000 Mitarbeiter im Dienst, um die gleiche Leistung, 1 Million Tonnen Stahl zu erschmelzen. Und man kann bereits die Ziele sehen, die ja international deutlich angeschrieben sind. Etwa 2.000 Mitarbeiter werden künftig nur noch benötigt, um die gleiche Leistung zu erbringen. Deutschland spürt ja in diesen Tagen eine ganz neue Form der Unruhe. Erst streiken die Bergleute, dann gehen die Stahlarbeiter auf die Straße. Welche Rolle spielt denn für die deutsche Stahlindustrie der ja ziemlich teure Kohlekompromiss? Die deutsche Stahlindustrie deckt sich zu 100% ihres Bedarfs bei der Ruhrkohle AG und ist insofern darauf angewiesen, dass die Ruhrkohle AG sie auch wirklich zu wettbewerbsfähigen Preisen beliefert. Das ermöglicht der Steuerzahler, der ja rund 10 Milliarden Mark dafür zur Verfügung stellt. Die Stahlindustrie hat davon keinen Pfennig. Sie muss das zahlen, was auch sonst auf dem Weltmarkt üblich wäre. Im Grunde hängen also zwei fußkranke Branchen aneinander. Ich kann die deutsche Stahlindustrie nicht als fußkrank bezeichnen. Sie ist aus eigener Kraft bisher mit allen ihren Problemen fertig geworden, während ringsum enorme Summen Geldes öffentlicher Subventionen eingesetzt worden sind, haben insbesondere die Unternehmen hier an Rhein und Ruhr, aber auch andere, ich nenne einmal die Preussack und andere Standorte, ganz aus eigener Kraft die Gegenwart erreicht. Herr von Dran, weitere Arbeitsplatzverluste sind offensichtlich unumgänglich. Was kann man denn den Menschen für eine Perspektive bieten, die ehemals Stahlarbeiter gewesen sind? Natürlich werden sich die Konzerne bemühen, wo immer es geht, eine Arbeit unter ihren Dächern zu schaffen. Aber es wäre, glaube ich, unehrlich zu sagen, dass das 1:1 möglich wäre. Vielleicht dürfen wir einen Blick darauf richten, dass die Bundesrepublik Deutschland es nicht vermocht hat, ihre Stahlindustrie vor dem Subventionsmissbrauch zu schützen. Wenn also jetzt sozialfriedliche Lösungen gesucht werden sollen, dann muss die öffentliche Hand wohl hier helfen. Nicht der Stahlindustrie, sondern denen, die durch diese Situation betroffen sind, also den Arbeitnehmern. Ja, herzlichen Dank, Herr von Dran, nach Düsseldorf. Rund 45 Milliarden Mark investieren deutsche Unternehmer jedes Jahr im Ausland und schaffen dort einen Teil der Arbeitsplätze, die im Inland so schmerzhaft fehlen. Doch es gibt auch eine Gegenbewegung. So mancher Unternehmer, der vor den deutschen Kosten einst lauthals geflüchtet ist, kehrt inzwischen still und leise an den geschmähten Standort Deutschland zurück. Deutsche Manager liegen voll im Trend. Sie produzieren im Ausland. Export von Arbeitsplätzen in alle Welt. Das ist in. Wolfgang Grupp dagegen fertigt ausschließlich in Deutschland und ist damit auch noch erfolgreich. Er hat sein Bekleidungsunternehmen im schwäbischen Wohladingen durch alle Krisen der Textilindustrie hindurch immer nur vergrößert. Ein Beweis, dass auch in Deutschland preiswerte Massenware wettbewerbsfähig hergestellt werden kann. Die Belegschaft ist auf 1.100 Mitarbeiter angewachsen. Die Arbeitsplätze gelten als sicher. Mit einer Fertigung im Ausland, so meint der Unternehmer, hätte er diese Erfolge nicht erzielt. Wenn ein Unternehmer ins Ausland geht und behauptet, der Arbeitsplatz in Deutschland sei zu teuer, dann hat er seine Aufgabe in Deutschland nicht gemacht. Er hat die Probleme nicht erkannt und oder er kann sie nicht bewältigen und hat deshalb die Flucht ins Ausland angetreten. Manager wie Wolfgang Grupp sind eine Ausnahme. Andere lassen sich vom Ausland locken, zum Beispiel von Spanien oder Portugal. Um Sicherungen und Schutzschalter für elektrische Systeme billiger herzustellen, gründeten die Manager von Stotzkontakt in Heidelberg, einer Tochter des ABB-Konzerns, schon Ende der 70er Jahre Auslandsfilialen. Damals wurde noch sehr viel Handarbeit angewandt, die in Deutschland teuer kam. Dem damit verbundenen Kostendruck wollten die Manager durch die Auslandsfilialen entgehen und gleichzeitig expandieren. Doch am Ende gerieten sie in eine gefährliche Situation.
Denn die Auslandsfilialen, die auf billige Handarbeit zurückgreifen konnten, entwickelten sich zu einer bedrohlichen Konkurrenz für das Stammwerk in Heidelberg. Kritisch wurde die Situation, als die deutsche Kundschaft auch noch Just-in-Time-Lieferung verlangte. Vom Ausland aus war das nicht zu realisieren. Die Manager mussten die Notbremse ziehen. Wir haben die Fertigung aus Singapur, aus Spanien und aus Portugal nach Deutschland zurückgeholt, um hier die Marktführerschaft zu sichern, die Kostenführerschaft wieder zu erreichen und unserer Stammmannschaft das Gefühl zu geben, dass der Arbeitsplatz bei ihnen auch auf Sicht gesichert ist. Diese Rückholaktion hat nach Einschätzung des Betriebsrates den ganzen Standort Heidelberg mit 1700 Arbeitsplätzen gerettet. Die heimische Fertigung ist inzwischen durch neueste Technik, lange Maschinenlaufzeiten und 50 verschiedene Arbeitszeitmodelle international wieder wettbewerbsfähig. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, wird Ausbildung großgeschrieben. Für 100 junge Leute gibt's eine Lehrstelle. Voller Hoffnung gehen viele Manager ins Ausland. Nachher ist die Enttäuschung groß. Zum Beispiel in Osteuropa. Bei der Vero AG in der Nähe von Ludwigsburg waren die neuen Manager kaum im Amt. Da entdeckten sie Fehlinvestitionen in Millionenhöhe. Ihre Vorgänger hatten nach dem Fall der Mauer in Polen und Ungarn neue Produktionsstätten erworben. Nicht nur, um die osteuropäischen Märkte zu erschließen, sondern auch, um von dort aus den deutschen Markt zu beliefern. Doch die Fenster und Türen, die dann aus dem Osten geliefert wurden, hatten oft genug Qualitätsmängel und mussten in Deutschland nachbearbeitet werden. Die Manager hatten sich verkalkuliert. Man lässt sich manchmal blenden von einem Element, nämlich zum Beispiel dem Element der günstigeren Lohnkosten. Aber das ist eben nur auch eine Facette. Ich glaube, dass die gesamten Rahmenbedingungen manchmal nicht ausreichend beachtet werden. Inzwischen wird die deutsche Kundschaft nur noch aus heimischer Fertigung beliefert. Die gut ausgebildete Stammbelegschaft sichert die Qualität. Gleichzeitig konnte die Wettbewerbsfähigkeit durch die Modernisierung von Fertigungsstätten und Arbeitszeiten gefestigt werden. Fehlinvestitionen leisten sich deutsche Manager öfter, als man denkt. Zum Beispiel auch in China. Bei der Elektronikfirma Sennheiser in der Nähe von Hannover wurde ein teures Abenteuer in der Ferne ebenfalls erst durch neue Manager beendet. Ihre Vorgänger hatten Empfangsgeräte für drahtlose Mikrofone in der Volksrepublik China anfertigen lassen, bei Stundenlöhnen von 2,50 Mark. Eine Entscheidung, die ein großer Fehler war. Wir haben in größerem Maße Zusatzkosten gehabt, dadurch, dass wir zum Beispiel Vertriebsausfälle hatten. Wenn wir 4000 Empfangsanlagen wieder nach China zurückschicken müssen, fallen uns diese Verkäufe für etwa 6 Wochen aus, bevor die Anlagen wieder nach Deutschland zurückkommen. Darüber hinaus vertrieb der chinesische Partner Raubkopien von Sennheiser Produkten unter eigenem Namen. Seit Jahresanfang wird nun wieder in Deutschland produziert. Mit neuen Maschinen, Arbeitszeitkonten und Samstagsarbeit. Ergebnis 15% Kostenvorteil gegenüber China. 15% gegenüber China durch einfachere Fertigungsvorgänge, durch wesentlich weniger Komponenten und wesentlich weniger zum Beispiel Handvorgänge bei der Fertigung des einzelnen Systems. Kostengünstiger als in China sind darüber hinaus auch noch 20 neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Zuerst laufen sie den Billiglöhnen hinterher, dann kehren sie reumütig zurück. Teure Umwege, die nicht unbedingt sein müssen. Für mich sind die billigsten Arbeitsplätze nach wie vor hier in Deutschland, wo ich wohne und wo ich zum Arbeitsplatz hinschauen kann. Weitsichtige Manager müssen wohl beides tun. Die Chancen in Deutschland sehen und trotzdem im Ausland neue Märkte nicht verschlafen. In wenigen Tagen, am 1. April, wird die Pflegeversicherung 2 Jahre alt. Sie sollte alte und kranke Menschen so lange wie möglich in ihren eigenen 4 Wänden wohnen lassen, die Krankenkassen entlasten und Tausende neuer Arbeitsplätze schaffen. Zwar buhlen mittlerweile rund 11.000 Pflegedienste um die Gunst der Pflegebedürftigen und den Geldsegen der Pflegeversicherung. Doch von zukunftssicheren Arbeitsplätzen ist zu oft nicht die Rede.
geschweige denn von Patientensicherheit. Dringend den Pflegedienst anrufen. Die Schwindelanfälle kommen häufiger, doch die Helfer melden sich nicht. Wieder einmal. Margit Wetzel kennt diesen Markt. Bei einem ambulanten Pflegedienst in der Nähe von Mannheim konnte sie nur als freie Mitarbeiterin arbeiten, wie viele ihrer Kolleginnen. Ohne soziales Netz, ohne Kündigungsschutz. Urlaub, das war eigentlich auch nicht geregelt. Uns standen 4 Wochen Urlaub zu. Aber wegen Bezahlung so, das war nicht geregelt. Und Krankheit? Krankheit ebenso wenig, war auch nicht geregelt. Was hat man dann gemacht? Nicht krank geworden, möglichst. Sie hatte Dienstpläne zu befolgen. Der Pflegedienst stellte Geräte, manchen Mitarbeitern Dienstwagen. Genau wie bei Festangestellten. Die ausgebildete Krankenschwester hat inzwischen einen besseren Job gefunden. Jetzt erwägt sie, gegen ihren alten Arbeitgeber zu klagen. Die Lohndrücker verstoßen gegen Pflegegesetz und Arbeitsgesetze. Auf Dauer lassen sich das nur Ungelernte bieten. Billigkräfte riskieren viel, versagen im Notfall. Und dann will es keiner gewesen sein. Der Gesetzgeber hat aus gutem Grund in sein Gesetz geschrieben, dass Pflegedienste mit Angestellten arbeiten müssen, die nämlich dann durch den Pflegedienst haftpflichtversichert sind. Das ist Vertragsgrundlage. Wenn jetzt freie Mitarbeiter beschäftigt werden, dann weiß nämlich niemand, wer haftet. Und das ist ein großes Problem für alle Beteiligten, vor allen Dingen für die, die gepflegt werden. Trickreich mogeln Pflegedienste freie Mitarbeiter durch die Bücher als stille Teilhaber, die eine Beteiligung bezahlen müssen. Andere als Mitglieder eines Proforma-Vereins. Mit einer Testperson begeben wir uns in die Grauzone. Ich suche einen Job in der Pflege. Aushilfe oder auch, also auch freie Mitarbeit. Machen Sie das auch? Nach der Zusage in Hamburg eine Überraschung. Mitten im Teppich- und Bilderrahmengeschäft der Pflegedienst. Der Plus-Minus-Tester stellt fest, Schlüssel von Patientenwohnungen liegen offen herum. Gut lesbar steht an der Wand, wer von den Patienten im Krankenhaus liegt. Das Arbeitsangebot, vorerst ein 610-Mark-Job. Nächstes Gespräch. Es kommt dicker. Hinter diesen Jalousien eine Art Sklavenmarkt für Pflegepersonal. Alten- und Pflegeheime sind die Abnehmer. Und sie wissen, was sie tun. Klar und deutlich steht es in den Geschäftsbedingungen. Geliefert werden freiberufliche Pflegekräfte ohne Verleihgenehmigung. Der Testpfleger ist schockiert. Ungeprüft hätte er anfangen können, ohne Gesundheitsnachweis. Das ist so eine Arbeit wohl ohne Sozialversicherungsabgaben, ohne Steuerzahlen. Also das habe ich dann einfach entnommen aus dem, was ich halt nachgefragt habe. Dass er dann sagte, ja, das wüsste er auch nicht so genau mit den Steuern und das sei ja auch meine Sache. Und ich hätte ja schon einen Job und ich hatte halt so den Eindruck gewonnen, dass der größere Teil der dort Beschäftigten das eher als Zweitjob macht. Und dem Betreiber das eigentlich vollkommen egal ist, ob die sich noch versichern oder nicht. Menschenwürdige Pflege? Kein Thema. Nur nicht zu viel Idealismus. Und Anweisungen? Da sagte er halt, das käme so gut wie überhaupt nicht vor. Ich könnte vom Glück sagen, wenn ich mal an einer Dienstbesprechung teilnehmen könnte. Und außerdem auf Dienstbesprechungen würde sowieso nur über Oma Harms gesprochen werden. Also wie pflegen wir Oma Harms? Und ihn persönlich würde es überhaupt nicht interessieren, wie Oma Harms gepflegt wird. Eine ehemalige Mitarbeiterin ähnlicher Verleihdienste bestätigt dies. Man hat erwartet, dass ich ja, irgendwie sofort wie eine richtige Kraft arbeite. Und das hat man also nicht nur von mir mit einjährigem Examen erwartet, sondern auch von Leuten, die ungelernt herankamen, weil es wurden auch Ungelernte als Nachtwache alleine vermittelt. Rentenversicherung und Krankenkassen kennen die Missstände. Können Sie sich vorstellen, wie viele Mitarbeiter wir beschäftigen müssten, wenn wir ständig überall jede Veränderung kontrollieren wollten? Es ist schlichtweg unmöglich. Wir sind darauf angewiesen, dass wir aus der Bevölkerung auch Hinweise bekommen. Von Arbeitsbedingungen wie hier bei dieser Sozialstation der Arbeiterwohlfahrt können freie Helfer nur träumen. Löhne entsprechen dem Tarifvertrag, langjährige Mitarbeit dient auch den Patienten. Der Wildwuchs des jungen Marktes ist seriösen Diensten ein Gräuel, weil sie bei den Dumpingpreisen nicht mithalten können. Wer einen Pflegedienst benötigt, muss genau auf die Leistungen achten. Ist der Dienst wirklich immer erreichbar? Ist das Personal ausgebildet und haftpflichtversichert? Um eine Kostenkalkulation sollten Pflegebedürftige nicht lange bitten müssen. Sie soll vor Vertragsabschluss vorliegen, denn die Kasse zahlt nicht alles.
Nicht nur Kunden können sich gegen unseriöse Pflegedienste wehren, auch Mitarbeiter haben Rechte. Ulrike Schnur hat jahrelang als Leihpflegerin in Heimen gearbeitet. Schließlich zeigte sie ihre Arbeitgeber an. Krankenkassen, Arbeitsamt und Rentenversicherung haben die Sozialabgaben nachberechnet, 4 Jahre rückwirkend. Wo bei den Verleihern nicht zu holen war, mussten die Heime zahlen. In diesem Fall waren es 8.000 Mark. Jetzt zu Ostern rollt sie wieder, die erste große Reisewelle des Jahres, auch über die Flughäfen hinweg. Denn immer mehr Menschen fliegen zum Vergnügen. Rund 60% der Fluggäste in Frankfurt zum Beispiel sind rein privat unterwegs. Doch die Reiselust ist schnell vorbei, wenn man am Gepäckband plötzlich mit leeren Händen dasteht. Der Koffer ist weg. Nicht immer ist die Airline schuld, manchmal verschwinden die Koffer erst auf dem Flughafen. Wir haben eine ungewöhnliche Stichprobe gemacht. Mit erstaunlichen Ergebnissen. Frankfurt Main Airport, der wichtigste europäische Verkehrsflughafen. 1.000 Starts und Landungen rund um die Uhr. An Spitzentagen mehr als 100.000 Passagiere. Ein Flughafen der Superlative. Im vergangenen Jahr nutzten ihn über 39 Millionen Fluggäste. Vielen Reisenden steht nach der Ankunft erst einmal ein längerer Weg bevor, um an die aufgegebenen Koffer zu kommen. Ein paar hundert Meter geht es von den Gates zu Fuß ins Hauptterminal 1 zur Gepäckausgabe. Als wir uns an diesem Nachmittag unter die Passagiere mischen, mit versteckter Kamera, wollen wir einer Frage nachgehen. Wie sicher ist das Gepäck im Frankfurter Flughafen? Wir verfügen weder über Flugtickets, noch über irgendeinen Ausweis, der zum Betreten des Gepäckterminals berechtigt. Doch niemand hält uns auf. Kontrollen sind nicht üblich. Nach unseren Recherchen gibt es hier im gesperrten Bereich immer wieder Gepäckdiebstähle. Beamte von Zoll- und Bundesgrenzschutz haben uns vertraulich bestätigt, dass Kriminelle das Gedränge nutzen, um wertvoll aussehende Koffer und Taschen vom Laufband zu nehmen und mit ihnen zu verschwinden. Wir haben eine Maschine aus Kuwait ausgesucht und wollen uns hier am Gepäckband bedienen, natürlich nur vorübergehend. Das Risiko scheint gering. Wenn der Inhaber des Koffers den Diebstahl bemerkt, werden wir behaupten, das Gepäckstück verwechselt zu haben. Jetzt greifen wir zu. Und es passiert nichts. Die nächste Hürde ist nur wenige Meter entfernt, die Kontrollstelle des Zolls. Hier würde der Diebstahl bei einer Routineprüfung des Gepäcks auffliegen, doch die Beamten sind anderweitig beschäftigt. Auf einigen ausländischen Flughäfen müssen die Reisenden durch Vorzeigen ihrer Gepäckabschnitte beweisen, dass sie die rechtmäßigen Besitzer sind. Solche Kontrollen sind in Deutschland nicht üblich. Wird es Gepäckdieben zu einfach gemacht? Ein zweiter Versuch. Diesmal bei einem Inlandsflug aus Stuttgart. Wieder sind wir ungehindert in den Gepäckbereich gekommen. Und wieder fällt der Diebstahl niemandem auf, obwohl nur wenige Fluggäste am Gepäckband stehen. Auch hier keine Kontrolle. Das ist unsere Ausbeute. Die Arbeit von 3 Stunden. Was sagt der Flughafensprecher dazu? Wir wissen um die Schwachpunkte, die hier teilweise auch baulich bedingt sind. Und wir haben diverse Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die natürlich keine absolute Sicherheit, aber doch einen relativ hohen Erfolgsgrad versprechen. Diese einzelnen Maßnahmen werde ich nun natürlich nicht publizieren, denn häufig wirken sie ja nur deshalb, weil sie nicht jedermann und damit auch nicht den Kriminellen bekannt sind. Offiziell wurden auf dem Frankfurter Flughafen im vergangenen Jahr nur 15 Gepäckdiebstähle angezeigt. Die Dunkelziffer liegt weit höher. Wie hoch, darüber möchte man nicht spekulieren. Grundsätzlich kann ich nur sagen, dieses Problem ist ein minimales Problem. Und wenn Sie absolute Sicherheit haben wollten, dann würden wir überall den Luftverkehr, aber auch das öffentliche Leben generell zum Erliegen bringen müssen. Alleine von der Lufthansa wurden 1996 weltweit über 4.600 Koffer und Taschen als dauerhaft verloren deklariert. Wo sie verschwunden sind, durch Reisende, durch Personal, niemand weiß es. Fast jeder deutsche Airport hat nämlich auch leidige Erfahrungen mit diebischem Personal machen müssen. Auch der Flughafen München. Dafür ist man hier ziemlich sicher, dass anders als in Frankfurt nur Fluggäste in den Gepäckbereich gelangen. Der Weg vom Flieger ans Gepäckband ist eine streng überwachte Einbahnstraße. Um Kofferdiebstählen vorzubeugen, sollten Flugreisende stets den kürzesten Weg zur Gepäckausgabe suchen.
Sichern Sie sich einen günstigen Standort am Laufband und achten Sie auf ankommende Gepäckstücke. Um Verwechslungen zu vermeiden, sollten Sie Koffer und Taschen deutlich kennzeichnen. Ein farbiger Aufkleber macht Ihren Koffer zum Blickfang. Den gleichen Effekt hat ein solches Gepäckband, mit dem weiteren Vorteil, dass es Schutz vor schnellem Öffnen des Koffers bietet. Auch starkes Klebeband kann hilfreiche Dienste leisten. Verwenden Sie also zusätzliche Sicherungen. Immer wieder entsorgen Passagiere ihre Reisedokumente noch im Flugzeug. Das kann am Zielort zu Problemen führen. Also Gepäckabschnitte und Flugtickets unbedingt bis zum Ende der Reise bereithalten. Bei den Dreharbeiten sind wir auch darüber gestolpert. Herrenlose Koffer, der pure Leichtsinn. Lassen Sie Ihr Gepäck nie aus den Augen. Das gilt natürlich auch schon bei Antritt der Flugreise. Langfinger interessieren sich manchmal nur für den Inhalt von aufgegebenen Koffern. Wertsachen gehören daher nur ins Handgepäck. Bei Verlust von Gepäckstücken sind die Fluggesellschaften übrigens nicht unbegrenzt haftbar. Bei internationalen Flügen zum Beispiel zahlen sie pauschal eine Entschädigung von 53,50 Mark pro Kilo. Das ist oft zu wenig. Wer mehr tun will, schließt rechtzeitig eine Reisegepäckversicherung ab. Vorsicht! Viele Reisebüros fördern die deutsche Vollkasko-Mentalität, indem sie gerne teure und meist überflüssige Versicherungspakete offerieren. Sinnvoller, eine individuelle Reisegepäckversicherung. Sie kann als Wochen-, Monats- oder Jahrespolice abgeschlossen werden. Reiselustige können wählen zwischen weltweiter oder europaweiter Geltung. Bei letzterem aber ohne Türkei und Teneriffa. Der Schutz umfasst zum Beispiel Diebstahl, Zerstörung oder Beschädigung. Beim Abschluss einer Reisegepäckversicherung sollte der Urlauber eine Versicherungssumme angeben. Danach errechnet sich nicht nur die Prämie, sondern auch die Erstattungssumme im Versicherungsfall. Wichtig, oft vergisst der Reisewillige dabei, dass zum Reisegepäck nicht nur Koffer und Taschen gehören, sondern auch sämtliche Sachen, die er am Körper trägt, also Schmuck, Uhren und teure Kleidungsstücke. Achtung, was viele nicht wissen, bei teuren Wertgegenständen erstatten die großen Versicherungsunternehmen nicht mehr als 50% der Versicherungssumme. Also werden Koffer und Wertgegenstände geklaut, bekommt der Urlauber unter Umständen nicht den vollen Wert erstattet. Um den richtigen Deckungsbetrag zu errechnen, sollten Sie also eine Liste mit allen Reiseutensilien erstellen. Sie sollte beinhalten, was Sie mitnehmen, wann Sie die Sachen gekauft haben und zu welchem Preis und den geschätzten Zeitwert. Der letzte Punkt ist besonders wichtig, denn versichert ist der Zeitwert, nicht der Wiederbeschaffungspreis. Für die Berechnung des Zeitwertes gilt allgemein Neupreis minus 10% pro Jahr bei langlebigen Gebrauchsgütern wie Koffer, Uhren, Schmuck, Fotoapparaten. Neupreis minus 20% pro Jahr bei Kleidung. In manchen Ländern, wie zum Beispiel Italien, sind die Langfinger besonders aktiv. Wird man dort geklaut, zahlt möglicherweise die Versicherungsgesellschaft nicht. Begründung: grobe Fahrlässigkeit. Wer beklaut wird, riskiert den Vorwurf, nicht aufgepasst zu haben. Am besten also, Sie gehen auf Nummer sicher. Übrigens, die Hausratversicherung, oft als Alternative genannt, hilft Ihnen bei Reiseutensilien nur dann, wenn Sie gewaltsam abhanden gekommen sind. Einfacher Diebstahl oder Beschädigung gehören nicht dazu. Das war's für heute von Plus Minus aus Baden-Baden. Am nächsten Dienstag informieren Sie die Plus Minus Kollegen aus Hamburg. Guten Abend. Begleiten
Begleiten Sie Alida Gundlach nach Mallorca und erkunden Sie mit ihr das Inselleben der Schauspieler und Prominenten, der Schönen und Reichen. Erleben Sie Mallorca exklusiv, Donnerstag, 21.45 Uhr. So viel passiert letzte Woche, ja, ich bin nicht mal zum Rasieren gekommen. Ne? Mal, vor grob 200 Jahren hatten wir ja jene Ära, die wir heute rückblickend Dampfzeitalter nennen. Ja? Spätere Generationen werden unsere Epoche wahrscheinlich das Dämpfzeitalter nennen. Ja, Kostendämpfung aller Orten. Nicht? Und vorneweg Horst Seehofer als oberste Dämpfmaschine. Die Zuzahlung bei Arzneimitteln zum Beispiel, ja, also dürfte ja zu schweren Irritationen führen. Denn eine Medikamentenvergiftung überleben sie vielleicht noch. Aber finanziell sind sie dann ruiniert. Ja, das ist klar. Also Arzneimittel werden ja ab 1. Juli schon erheblich teurer, nicht? Doch das Ganze wird ja durch einige Neuerungen abgefedert, nicht? Ja, in jede Apotheke kommt natürlich ein Geldautomat. Und wenn der nicht reichen sollte, steht Ihnen noch ein besonders geschulter Fachmann zur Seite, der sogenannte Hypotheker. Ja, ja, der nimmt dann das Haus in Zahlung. Ja. Ja, und vergessen wir bei dieser drastischen Medikamentenverteuerung noch einen Vorteil nicht. Wenn bei Ihnen in Zukunft eingebrochen wird, dann ist der Schmuck garantiert noch da. Nur die Hausapotheke fehlt. Neues Thema, immer seltener kommen ja in jüngster Zeit übrigens Fahrzeuge abhanden, ja. Um 14% ist die Zahl der Autodiebstähle im letzten Jahr zurückgegangen. Der Grund, immer mehr Autos haben Wegfahrsperren. Also, wenn das so einfach ist, dann haben wir hoffentlich bald die Weglaufsperre für die Freundin. die Wegschausperre für den Werbeblock. Die Zunehmsperre für Leute, die abnehmen wollen. Und ganz aktuell die feindliche Übernahmesperre für Thyssen. Ja. Also wenn ich richtig informiert bin, dann haben wir es ja im Stahlstreit vorwiegend mit einem Fall von unerlaubter Bandenbildung zu tun. Bankenbildung, meine ich. Bankenbildung. Ja, böse Menschen behaupten ohnehin, jede Bank beruhe auf einem ganz besonderen Stahl, nämlich auf Diebstahl. Und hinzu kommt ja bei der Thyssen-Geschichte nur noch ein weiterer Straftatbestand, nämlich verbotene Kruppelei. Ja, welche Fusion die Banken wohl als nächste beschlossen haben, damit die Wirtschaft endlich produktiver wird? BKS, also diese Schlüsselfirma, und Ferrero zum Beispiel? Ja, das wäre doch naheliegend, nicht? Ja, BKS liefert das Schloss und Ferrero den Riegel, also den Schokoriegel. Dann verstehe ich aber also Folgendes nicht. Also wenn Krupp schon unbedingt fusionieren will, warum denn dann nicht mit Pull-Moll? Das wäre doch das perfekte Ding gewesen, ja? Ja, Krupp liefert den Husten und Pull-Moll das Bonbon. Viel Spaß jetzt mal bleiben. Meine Damen und Herren, heute bei uns zu Gast der Militärpsychiater Professor Dr. Schramm. Guten Abend. Guten Abend. Vor etwa einer Woche wurden Ausländer von 9 Bundeswehrsoldaten durch die Innenstadt von Detmold gejagt und geprügelt. Sie waren für das deutsche Kontingent der SV-Friedensmission in Bosnien vorgesehen. Vor etwas mehr als 2 Jahren, Herr Professor, bestellte das für Bosnien vorgesehene Tornado-Geschwader in Büchel
zur Weihnachtsfeier russische Prostituierte und übte auf ihnen Liegestütz. Davor schlugen Angehörige des Wachbataillons Siegburg unter dem Motto Juden und Kanaken vergasen Fahrgäste eines Linienbusses zusammen, sozusagen in ihrer Freizeit. Denn dienstlich präsentieren sie ja als Ehrenformation der BRD das Gewehr beim Empfang ausländischer Staatsgäste. Für uns deutsche Professor hat die neue Vorkriegszeit ja gerade frisch begonnen. Wir stehen ganz am Anfang unserer internationalen Verwicklungen und dann so etwas. Ich meine, sind diese Vorfälle nicht Ausdruck zerfallender Einsatzmoral? Ja, nein, im Gegenteil. Die Vorkommnisse deuten auf einen Stau, auf einen Überdruck von starken Triebenergien mit dem Wunsch, losschlagen, respektive totschlagen zu wollen. Ein klassisches Motiv des Landsknechts, nicht wahr? Die von Ihnen erwähnten Ereignisse sind in diesem Sinne Übersprungshandlungen, auf eine Übermotivation. Ah, ja, also geradezu ein Zeichen hoher Einsatzbereitschaft. Ja, richtig. Sehen Sie etwa der Soldat und der liegt ja der aktive Soldat stärkeren Triebkräften als etwa der Verweigerer. Die Wertbeauftragte des Deutschen Bundestages, Frau Marienfeld, hat ja dankenswerterweise herausgearbeitet, dass der Zivildienstleistende eher ein lascher Drückeberger ist, der mit langsamem Rollstuhl schieben im Park nur die Zeit totschlägt. Dagegen das Totschlagen bzw. Jagen beweglicher Artgenossen erfordert wesentlich mehr Kraft und Triebenergie, die der Soldat braucht, um ein, sagen wir einmal, nicht mal ein Mordskerl zu sein. Ja, Ernst Jünger zum Beispiel. Ja, warum kommt es gerade jetzt zu solchen Handlungen? Nun, die zumeist jungen Männer sind kurz vor ihrem ersten scharfen Schuss. Traditionell ist das eine Situation, die männliche Versagensängste aktualisiert. Nicht geschürt noch dadurch, dass jahrelang unter den Augen ausländischer Kameraden minderwertige Militärdienste eher weiblicher Natur, nicht mal versorgen, verpflegen, verarzten. Ja, gut, aber... Das Umringtsein von frisch eingeölten Waffen ist natürlich auch ein Reizklima. Stellen Sie sich vor, Sie sind umringt von pornografischen Bildern bei gleichzeitigem Verbot des Masturbierens. Vielleicht noch ein anderes Thema ganz kurz. Spielt nicht auch der Verlust des klassischen Feindbildes eine wichtige Rolle, nicht? Wenn Sie heute die Parole ausgeben, der Russe kommt, dann stürmt doch nur noch der Einzelhändler mit Sonderangeboten auf das Land. Das ist böse also. Ja, früher hätten Sie Ihre Frau in den Keller gebracht, heute bauen Sie allenfalls Ihr Autoradio aus. Sehr fein beobachtet. Der Rückgriff auf osteuropäische Huren, wie Sie es erwähnen, oder minderjährige Türken, ist lediglich regressive Trauerarbeit am Ersatzobjekt. Verschwindet im Ernstfall mit dem befreienden Ausstoß des Projektils. Ja, gut. Letzte Frage. Was würden Sie außer Triebabfuhr zur seelischen Kampfwertsteigerung unserer Jungs empfehlen? Nun, die Kanalisierung, die Lenkung der soldatischen Energie schon im Alltag, etwa die Namensgebung eines Waffensystems. Die soll doch die Freude an und das Streben nach Feindberührung ausdrücken beim Soldaten. Früher hatten wir den stolzen Panzer Tiger, nicht der Königste. Ja. Dann der formidable Leopard-Panzer der 70er Jahre. Danach kam es aber zu einer permanenten Verniedlichung von Waffensystemen in der Namensgebung Gepard, Marder, Fuchs, ja. Puma. So etwas wie Puma gibt es in Deutschland nur noch als Turnschuh. Ja, klar. Stattdessen heißen die Waffensysteme heute Hummel, Lars, Ruhe. Ja, verstehe. Da fühlt sich der Soldat natürlich eher wie in der Kindermöbelabteilung von IKEA. Guten Abend. Wir beobachten ein neues Phänomen. Während zum Beispiel die Staatsfinanzen dramatisch schrumpfen, wächst umgekehrt proportional dazu das Körpergewicht der dafür verantwortlichen Finanzminister. Folglich gilt der Lehrsatz, Unfähigkeit geteilt durch Fresssucht gleich Defizit. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Jungs, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen einfach mehr Geld. Hey. Herr Finanzminister, interessant. Darf ich fragen, was Sie hier tun? Wir diskutieren Konzepte zur Sicherung des Sozialhilfesatzes. Natürlich, ja. Darf ich vorstellen, meine Kollegen, Lule, Beppo, Doppelkonditor. Na ja. Boah, ihr seht's aber Besprechung, schaut, dass es weiterkommt und besorgt den Schnaps. Komm, Abschied, immer. Dann stimmt es also. Sie sind tatsächlich obdachlos und jetzt hausen Sie hier auf dieser Parkbank. Das ist doch eine super Parkbank, die war früher vom Harald Junke. Ja, Sie sind auf den Hund gekommen. Vielleicht liegt es ja daran, dass sie ihre Gattin verlassen hat wegen eines grünen Politikers.
Meine Gattin und ich, wir haben uns in vollem Einverständnis getrennt, ja? Und warum haben Sie dann versucht, Ihr Salzsäure ins Gesicht zu kippen? Ja, ich hab geglaubt, das ist von der Irene die Gurkenmilch. Ja, klar. Anderer Punkt, es mehren sich die Gerüchte, Sie seien bankrott. Bankrott? Ja. Wie kommen Sie auf so eine absurde Idee? Nun, Sie haben heute in der Fußgängerzone gebettelt. Ich habe ein paar Zehner braucht für die Parkuhr. Für die Parkuhr, ja. Aber Ihr Auto ist weg. Das haben Sie letzte Woche getauscht. Gegen den Kasten Bockbier und eine halbe Flasche Ratzeputz. Hey, wollen Sie mich als Trinker hinstellen? Also, Ihr letzter Auftritt im Bundestag gab einem durchaus zu denken, nicht? Also, zum Rednerpult sind Sie gekrochen, dann haben Sie einen Feuerlöscher gewürgt und anschließend in Kinkels Toupet gebissen. Das war ein typischer Allerweltsblackout. Das ist bei uns stressbedingt. So was kommt immer wieder vor. Nehmen Sie doch den Norbert Blüm. Nach der letzten Debatte hat der Norbert versucht, sich aufzuhängen an der Türklinke. An der Türklinke? Er ist nicht raufgekommen. Ja. Aber diese ganzen Vorfälle hatten nichts mit Alkohol zu tun, denn ich trank an diesem Tag mein Bier aus in Maßen. Ah, ja, ja. Und darf ich gleich fragen, warum sind Sie dann in Serpentinen über die Straße gewankt und anschließend in den Fluss gesprungen? So, ja, weil ich es damals noch nicht absolviert hatte, mein Kraulpensum. Ja, natürlich, ja. Kommen wir noch zurück auf das Gerücht, Sie seien bankrott. Sie hätten Ihr gesamtes Vermögen in die T-Aktie investiert. T-Aktie. Da habe ich vielleicht getäuscht. Wenn ich das geahnt hätte, hätte ich niemals 25 Millionen investiert in Hagebutten-Tee. Ach so, ja, natürlich. Und darf ich fragen, wie sehen Sie denn Ihre politische Zukunft? Einen großen Schritt nach vorne verspreche ich mir, von meiner Initiative zur Senkung der Brandweinsteuer. Ja, ja, sieht mir auch so aus, ja. Aber der Bundeskanzler sagt, ich zitiere mal wörtlich, dieser hirnweiche Flachmann-Nuckler wird nie wieder den Bundestag betreten. So? Na ja, gut, sowas sagt man halt so, gell? Und zwei Stunden später teilt man sich wieder einen Schokoriegel und das war's. Aha. Aber kurz nach diesem Ausspruch wurde immerhin Ihr Parteiausweis verbrannt und eine Voodoo-Priesterin stach Nadeln in eine Puppe. Ja, früher wäre sowas eine Abmahnung gewesen. Heute setzt man einfach mehr auf Folklore. Folklore? Ja, das ist die bayerische Variante der hohen Politik. Sogenannte Stäuberschraube. Ah, die Stäuberschraube, ja, ja. Soll ich Ihnen mal sagen, was ich glaube? Ich glaube, Sie sind am Ende. Als Finanzminister gescheitert, als Ehemann und auch als Bürger. Was heißt hier gescheitert? Erinnern Sie sich gefälligst. Wer hat den Elbtunnel mit Notrufsäulen ausgestattet, hä? Ja, aber warum denn gleich mit 900 Stück? Ja, bei der Bestellung habe ich es für Parkuhren gehalten. Ja, verstehe, ja, ja, ja. Aber ich habe durch persönlichen Einsatz den Lärmpegel in der Altstadt gesenkt. Durch höchst persönlichen Einsatz. Ja. Ja, und dafür johlen Sie jetzt im Bahnhofsviertel, weil dort der Fuselbillier ist. Nicht? Was soll ich mit Ihnen streiten? Sie wollen doch bloß ein Haar in der Suppe finden. Was? Ein Haar in der Suppe? Das ist dieser typische linke Kampfjournalismus. Sie brauchen nur Munition für eine scheiß Schlammkanone. Ach ja, was brauche ich das? Ja? Ja, ja, das würde mich nicht wundern, wenn Sie morgen schreiben, Schlagzeile, Finanzminister wurde Penner. Na und was, bitteschön, was spricht dagegen? Ja, wenn Sie zwei, drei Flaschen Wacholder herstellen, eigentlich gar nichts. Es war einmal ein wunderbares Wort. Das Wort hatte ein dicker Mann erfunden und oft davon gesprochen, aber nichts dafür getan. Eines Tages war das Wort nie mehr gesehen. Vielleicht hat der dicke Mann es gegessen. Entschuldigung, aber hier ist noch ein Herr Moritz aus Güterglück. In welcher Angelegenheit? Das möchte er selbst vortragen. Herr Moritz soll reinkommen. Bitte. Einen schönen guten Tag. Tag, 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 Tag. Ist hier das Amt für soziale Ohnmacht und politische Hinfälligkeit? Nein, mein Lieber, umgekehrt. Hier ist das Amt für politische Ohnmacht und soziale Hinfälligkeit. Das ist ein Unterschied, mein Lieber. Ich habe ja keine Ahnung, wissen Sie, ich bin ja ein politisches Kind. Brecht hat gesagt, Rauchen dämpft ab. Ich sage immer, Schnuller machen milde. Was Sie auch mal? Dann lass doch die Alber leiden. Ja? Entschuldigung. Ja. Von Bodenstein. Sehr erfreut, von Güterglück. Sie waren angemeldet? Nein, aber ich bin einzeln eingetreten.
Ja, und ich nehme an, Sie wollen sich beschweren. Nein, oder? Ich möchte mich erleichtern. mich beschweren wage ich gar nicht. Ich bin ja ein anständiger Bürger und zahle meine Steuern und halte mindestens 5 Rentner am Leben. Mindestens. Ja. Ja. Ja, und? Ja, ja, aber da ich ein bisschen ohnmächtig und ein bisschen hinfällig bin, habe ich mir gedacht, da gehe ich mal zu Herrn von... Bodenstein? Zu Herrn von Bodenstein und frage ihn mal ganz fürsichtig, wo denn nun die geistig-moralische Wende geblieben ist. Nicht? Und ob sie denn vielleicht bald kommt und weil es doch so schön wäre, wenn sie dann bald noch käme, wenn unser dieser Kanzler sie vielleicht bald noch einsetzen würde. Oder hat er sie vielleicht in seinem Schreibtisch als Geheimsache verdrängt, kleiner Scherz von mir? Ich würde Sie doch bitten, gerade diese Dinge, Herr von Güterlück, etwas seriöser zu betrachten. Ja, selbstverständlich, ja. Selbstverständlich. Ja. Schließlich befinden wir uns hier auf dem Amt für politische Ohnmacht und soziale Hinfälligkeit. Ich kann es schon auswendig, Herr von Bodenstein, ich kann es schon auswendig. Ja, wunderbar, schön. Ja, ja. Der Kanzler wird die geistig-moralische Wende dann einsetzen, wenn er es für richtig hält. Ja, natürlich, selbstverständlich. Oder vielleicht hat er sich schon an Boris Jelzin verschenkt für 10 Milliarden, denn die Russen haben es ja auch bitter nötig. Das ist ja eine Unverschämtheit, Herr von Güterlück. Ich heiße Moritz und bin aus Güterberg. Ja, ich meine, und wenn, dann wüsste ich das. Also, ja, oder vielleicht an die Chinesen, nicht wahr? Lass uns diese alberne Unterstellung. Ja, also, schaut. Was machen Sie da? Mal nachgucken, wo denn vielleicht die geistig-moralische Wende, wo sie vielleicht, vielleicht hat der Kanzler Schutzgelderpresser. Oder er hat sofort die geistig-moralische Wende an die Mafia verkauft, Kolumbien, Schmidtbauer und so weiter, Katz und Maus, jawohl. Das könnte doch alles möglich sein. Was machen Sie denn da? Na, ich gucke mal nach, wo die geistig-moralische Wende, ich war an die Mafia verkauft. Sie denn? An die Mafia verkauft und hat dafür in diesem Lande eine Menge Zynismus eingetauscht. Natürlich, das könnte so sein. Wie kommen Sie denn da? Was machen Sie denn da? Ja, oder vielleicht hat der Kanzler die geistig-moralische Wende mit nach Orasheim genommen und da hat er sie in seinem Nachttisch versteckt nach dem Motto, Hannelore, dies ist nicht die Stunde. Ja, so dies ist nicht die Stunde. Ja. Also ich rufe jetzt die Polizei und lasse Sie... Lassen Sie das. Ich wollte ja nur mal sehen, wie so ein Amt für politische Ohnmacht und soziale Hinfälligkeit funktioniert. Jedenfalls, jetzt weiß ich endlich, dass so eine geistig-moralische Wende auch nach hinten losgehen kann. Nämlich nach Sodom und Gomorra. Aber raus aus meinem Büro. Ja, und übrigens, Herr von Bodenstein, Gruß an den Kanzler. Und er soll nächstes Mal beim Hinsetzen, soll er den mittleren Gattenknopf doch aufmachen. Nicht? Ja, warum denn? Ja, sonst platzt uns eines Tages wirklich noch. Liebe Zivilisationsmenschen, das moderne Leben ist perfekt, aber langweilig geworden. Und warum? Tja, wir erleben zu wenig. Deshalb erfreuen sich viele Menschen mehr und mehr an den kleinen Störungen des Alltags. Oh, Mensch, ist das ein Stau! Alle Achtung! Oh. Das sind ja mindestens 15 Kilometer. Herrlich. Und weit und breit keine Abfahrt. Eine einzige Katastrophe. Beruflich unterwegs? Nö. Nur zur Unterhaltung so. Ich hab ein Radio mit Verkehrsfunk und immer wenn irgendwo Stau ist, dann fragt da rein. Wie jetzt, freiwillig? Natürlich freiwillig. Meinst du, man kann mich zwingen, in den Stau zu fahren? Ich hab's verdammt eilig, Darmstadt. Was? Darmstadt, ich muss dringend nach Darmstadt. Also ich stehe gerne im Stau. Schon wieder Atmosphäre, wa? Man kommt ins Gespräch, alles ein bisschen persönlicher. Sie, Kaffee? Mensch, ich muss in einer halben Stunde in Darmstadt sein. Also die Leute haben ja den Stau schätzen gelernt, weil das haben Tests erwiesen. Für viele Leute ist der Stau der Höhepunkt ihres Urlaubs. Geht nicht. Das Kackding geht nicht. Hier ist ein Funkloch oder sowas. Eine Scheiße ist das. Aber hast du dir einmal überlegt, wieso die kleinen Katastrophen des Alltags so ungemein kommunikativ geworden sind? Ehrlich gesagt, das ist mir in letzter Zeit etwas aus dem Blickwinkel geraten. Ach ja? Ja. Haben Sie Dings hier? Was? Ne Dings. Was für Dings? Ne Dings, ne Straßenkarte. Ach so, ja klar, hier, bitteschön, ja. Also will ich dir verraten, ja, die kleinen Katastrophen des Alltags sind deswegen so kommunikativ geworden, weil wir haben das Chaos lieben gelernt, ja. Warum kommen denn Millionen von Besuchern auf den Potsdamer Platz in Berlin, wa? Da ganz einfach, weil da das Chaos herrscht, ja. Weil das die größte kaputte Fläche Europas ist. Das ist immer, weil da keiner durchblickt, ja? Weil man da mit Schlamm besudelt durch die Pfützen warten kann und sich auch nicht annähernd vorstellen kann, wie das jemals irgendwie geordnet fertig werden soll. Sagen Sie mal, wo ist denn hier Darmstadt? Ist denn das die Möglichkeit? Also ich glaube, man sollte den Potsdamer Platz, da sollte man auf ewig Baustelle sein lassen, ja? Schon aus touristischen Gründen nicht. Wenn der Platz erstmal fertig ist, dann kommt keine Sau mehr. Das ist
wie mit dem Reichstag, ja? Alle wollten den Reichstag erst sehen, als man eigentlich nicht mehr erkennen konnte, weil er verpackt war. Ich sage Ihnen, wenn ich den Typ in die Finger kriege, ja, der diesen Faltmechanismus erfunden hat, ja, der kann froh sein, wenn er einen Arzt findet, der ihn wieder auseinanderklappt. Neulich war ich ja in Düsseldorf, da auf dem Flughafen, ja, kurz nachdem der also so gebrannt hatte, ja. Sie, da herrschten ja Bedingungen, die hätte man nicht mehr in der Mongolei zugelassen, ja. Was Sie nicht sagen. Also, Abfertigung damals unter freiem Himmel mit mobilen Toilettenhäuschen, war alles improvisiert, nichts klappte. Wurde hingeflogen, bis hast du erst gemerkt, wenn du gelandet warst. Aber... Also eine Stimmung, ja, eine Kameradschaft, also wie früher im Zeltlager, war. Die Passagiere waren begeistert, sie. So, jetzt erzähle ich Ihnen noch mal eine Geschichte. Ach, ja? Das wäre ja schön, ja. Also ich war gestern auf einer Party, ja? Ja. Plötzlich schaltet der Gastgeber die Musik ab, ja, und sagt, liebe Freunde, ich habe euch etwas Erfreuliches mitzuteilen. Brigitte und ich, wir lassen uns scheiden. Ja, dann brandet ein Beifall auf und alle tanzen fröhlich weiter. Ist doch in Ordnung. Die Scheidung als Happening, wa? Und ein bisschen Spaß haben wir den kleinen Katastrophen des Alltags. Sag mal, wo arbeitest du denn eigentlich? In Darmstadt. Bei Darmstadt in Karstadt. Bei Darmstadt in Karstadt. Ich bin Verkaufsleiter in einem Kaufhaus. Ja. So. Du, da hätte ich vielleicht einen kleinen Tipp für dich, ja? Mhm. Schalt doch mal in der Hauptverkaufszeit alle Rolltreppen ab. Was? Ja, die Rolltreppen abschalten. Ich garantiere, das wird Erlebnis-Shopping. Chaos im Treppenhaus, aber Stimmung pur. Man trinkt sich gegenseitig die Tüten hoch. Was denn für Tüten, Mensch? Ich muss nach Darmstadt. Ich meine, in der Politik ist das ja nicht anders, wa? Das kannst du sehr schön beobachten bei Josef Beuys. Josef Beuys? Ja, Beuys. Der Typ mit der Fettecke, wa? Aber pass auf, Beuys, der hatte seine Fettecke und wir haben Helmut Kohl. Ja, man, da hört sich aber alles aus, sagen wir mal. Also, einen kleinen Unterschied gibt's da schon, wa? Der Josef Beuys, der wollte ja sein Publikum provozieren, ja? Wir da gehen, wir wählen Helmut Kohl und provozieren uns damit selber. Helmut Kohl hat quasi die Funktion der kaputten Rolltreppe übernommen. Wo ist eben auf der politischen Ebene, wa? Nicht läuft mehr, aber die Stimmung ist bestens. Der Stau löst sich auf. Es geht weiter, na, ein Glück. Ja, mach dir nicht draus. Fahr doch einfach hinter mir her. Wieso? Na, rüber zur A5, da sind 12 Kilometer Stau. Und zwar Richtung Darmstadt. Danke. Ja, ich war letzte Woche, war ich auf der CeBIT, ja, und hab mir hier dieses Handy hier gekauft, ja. Ein Telefon, mit dem man sprechen kann. Das funktioniert so, ja. Ich drücke hier diesen Knopf hier, ja, und sage, das bedeutet, also, mein Telefon telefoniert gerade, ja. Ja, wahrscheinlich mit einem anderen Telefon, nicht? Ja, das ist eben ein kleiner Nachteil, nicht? Also, wenn Telefone sprechen können, dann fangen die natürlich an, sich gegenseitig anzurufen, nicht? Gut, dann drücke ich jetzt hier mal diesen Knopf, ja, diesen hier, und höre mal rein, mit wem mein Telefon gerade spricht, so, ja? Also, ich stehe nackt an meinem Bügelbrett und bin ganz heiß auf dein. Ja, vielleicht doch noch ein bisschen frühreif, diese Entwicklung, nicht? Aber gut, ich meine, für lange Gespräche reicht die Zeit ja heute ohnehin nicht mehr, nicht? Nee, also, wenn ich hier zum Beispiel 2 Minuten länger mache, ja, dann muss der Uli Wickert seine Tagesthemen in einer Höllengeschwindigkeit runternuscheln, um die Zeit wieder reinzuholen, nicht? Ja, früher, nicht? Als es noch einen Sendeschluss gab, da hat man die Überziehung einfach hinten rangehängt und war am nächsten Morgen wieder pünktlich beim Programmstart, nicht? Heute wird durchgesendet, das heißt, da muss die Überziehung also das ganze Jahr über mitgeschleift werden. Und wenn man nicht irgendwo Zeit einspart, ja, dann ist im Fernsehen zu Silvester, also eine Stunde später Jahreswechsel. Ja, wenn man das hochrechnet, dann kommt es irgendwann so weit, dann melden die Zeitungen bereits Weihnachten und im Fernsehen ist noch Pfingsten. Ja, und dann muss man irgendwann, muss ein zusätzliches Jahr in den Kalender eingebaut werden, nicht? Das Fernsehaufholjahr, ja? Ja, da wird dann also wieder von TV, also von Fernseh auf Normalzeit umgestellt, nicht? Und das will ich der ARD nicht zumuten und deswegen ist jetzt Schluss. Ja.
Zuschauern. Falls Sie gerade in der ersten Reihe schwitzen, mein Mann macht ja seit 3 Jahren dieses satirische Wochenmagazin. Haller vor den Spotlight, nicht? Ja, und das gibt es jetzt auch auf Videokassette. Schatzilein, Schatz, was für Sketche sind auf den Kassetten denn so drauf? Nicht fragen, anschauen. Da sind sie wieder, die drei vom Ferienfieber. In diesen Osterferien entführen euch Helle, Singa und Juri in die aufregende Welt des Films. Mit täglich wechselnden Gästen, vielen Tipps und Tricks, einer Zeichentrick-Märchenserie und 13 zum Teil lustigen, zum Teil abenteuerlichen Spielfilmen und vielem mehr. Also ein stark Oscar-verdächtiges Ferienprogramm. Osterferienfieber ab 24. März, werktags von 9 bis 11 in ARD, ZDF und dem Kinderkanal. Sie scheinen wie die netten Jungs von nebenan. Doch ganz so harmlos sind sie keineswegs. Die Faschisten sind in meinen Augen die Türken, die uns ihren Glauben aufzwingen wollen. Wir sind Befreiungskämpfer. Sie inszenieren brutale Übergriffe auf Ausländer und Andersdenkende. Ein Leben ohne Hauereien wäre für mich kein Leben. Leugnen den Holocaust und emanzipierte Frauen erzeugen bei ihnen mehr als nur Versagensängste. Ich sollte was essen machen und sollte sich eben um die Sachen kümmern, die eben eine Frau über die ganzen Jahrhunderte gemacht hat. Torfsturm, eine rechte Jugendklicke. Mittwoch, 21.40 Uhr. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute befassen wir uns mit folgenden Themen des Tages. Arbeiterprotest. Warum es bei Krupp und Thyssen kocht. Eurokurs. Vom römischen Vertrag zur Währungsunion. Oskar Glück. Deutscher Triumph mit dem Sandmann. Die Stahlarbeiter von Krupp Hösch sind besorgt. Sie fürchten, nach einer Einigung von Thyssen und Krupp über ein Zusammengehen im Stahlbereich, könnten gerade in Dortmund Stellen gestrichen werden. Heute früh traten deshalb 6.000 Krupp-Stahlarbeiter in den unbefristeten Streik. Erst wenn der Standort garantiert sei und ein schriftlicher Vertrag vorliege, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt, wollen sie die Arbeit wieder aufnehmen. Am Abend sollte die Belegschaft in einer Betriebsversammlung über den Stand der Verhandlungen unterrichtet werden. Jörg Schönborn. 6.000 Stahlarbeiter gibt es noch in Dortmund. Die Zeiten, da Hösch die Stadt beherrschte, sind lange vorbei. Doch auch bei dieser Zahl wird es nicht bleiben. Das fürchten die Krupp-Höschianer, die seit 2 Stunden vor allem auf eines warten, auf Information. Wird es Kündigungen geben oder langsamen Abbau? Und vor allem werden ihre Hochöfen bleiben. Sie sind skeptisch an diesem Abend. Was erwarten Sie heute Abend? Was erwarten? Sagen wir mal, wir gehen mal vom Pessimismus aus. Und so wie ich das angehört habe, gerade schon, was Herr Bernd Schiemeyer gesagt hat, sieht es ja für Dortmund nicht so gut aus. Die Jungs, die wir mal bezahlt haben vor Jahren, dass sie studieren konnten, die machen uns jetzt platt. Dafür haben wir gearbeitet. Das war's dann. Seit heute Morgen 9 Uhr sind sie im Streik. In Dortmund wird im Moment kein Stahl produziert. Und die Nachrichten, dass auch die Kollegen in Bochum und im Siegerland die Arbeit niedergelegt haben, werden bejubelt. Wann sie alle wieder zur Schicht gehen, hängt vor allem vom Ergebnis der heutigen Verhandlungen ab. Guten Abend, Jörg Schönborn. Guten Abend. Wie sieht denn das jetzt aus? Was hat man erfahren? Bisher hat man wenig erfahren. Seit 2,5 Stunden warten die Beschäftigten auf Informationen. Sie haben sie noch nicht. Wir wissen aber, dass die Verhandlungen, an denen ja heute Abend auch Gewerkschafter und Betriebsräte beteiligt waren, inzwischen beendet sind. Wir haben sprechen können telefonisch mit dem IG Metall-Chef von Nordrhein-Westfalen, mit Harald Schartau. Und die Nachrichten, die er uns übermittelt hat, werden die Arbeiter hier heute Abend sicher nicht freuen. Er geht davon aus, dass nach dem Konzept, das Thyssen und Krupp Hösch vorgelegt haben, 8.000 Arbeitsplätze in den nächsten 4 bis 5 Jahren wegfallen. Das ist ein Drittel der Belegschaft, die in diese gemeinsame Stahlgesellschaft kommen wird. Und, das wird man hier in Dortmund besonders ungern hören, offenbar ist vorgesehen die sogenannte Flüssigphase. Das heißt nichts anderes, als das Kochen von Stahl im Hochofen hier stillzulegen. Es soll Ersatzinvestitionen geben, Ersatzarbeitsplätze. Wir wissen darüber nichts Konkretes, nur dass die Gewerkschaft das nicht für ausreichend hält.
Und in der ganz zentralen Frage scheint es noch keinen Durchbruch zu geben, der Frage nämlich, ob sich die Unternehmen bereit erklären, auf Entlassungen zu verzichten. Das ist bisher nicht passiert. Und wenn, dann wäre natürlich die Frage, wo mehr entlassen wird, in Duisburg oder in Dortmund? Darüber können wir auch nur spekulieren. Thyssen ist ja der stärkere, der größere Partner in dieser Stahlehe und Thyssen hat auch mehr Beschäftigte. Von daher wäre es logisch, dass Thyssen mehr abspecken würde. Auf der anderen Seite ist die wirtschaftliche Situation genau umgekehrt. Die Anlagen von Krupp Hoesch sind älter, sie sind unrentabler. Insofern ist wohl die Befürchtung der Krupp Hoesch-Mitarbeiter richtig, dass sie stärker betroffen sein werden. Vielen Dank, Jörg Schönenbaum. Ohne Banken geht nirgendwo was auf der Welt. Doch weil zwei der größten deutschen Banken bei dem ungeschickt eingefädelten Übernahmeversuch von Krupp mitmachen wollten, gerieten sie in die Kritik. Schließlich saßen die Bankiers in den Aufsichtsräten gleich beider Unternehmen. Und deshalb haben die Stahlarbeiter beschlossen, heute am Sitz der Banken in Frankfurt am Main zu demonstrieren. Zehntausende machten sich auf den Weg. Petra Nagel war dabei. Leicht war es nicht, den Andrang auf 160 Busse zu organisieren. Seit 6 Uhr früh sammeln sich vor dem Duisburger Thyssenwerk Tausende von Mitarbeitern. Aber die Betriebsräte leisten gutes Management. Um 8 Uhr ist auch der letzte verstaut, vorzugsweise mit den Kollegen aus der eigenen Abteilung. Hier fahren vor allem kaufmännische Angestellte zusammen. Dass die feindliche Übernahme seit gestern vom Tisch ist, gibt hier keinem Grund zum Jubeln. Jeder zählt eins und eins zusammen. Klaus Schulte arbeitet in der Verkehrswirtschaft und davon gibt es nach der Fusion der Konzerne 2. Grund genug für seinen Arbeitsplatz zu demonstrieren. Seinen Sohn hat er mitgenommen, denn schließlich geht es auch um ihn. Zu Hause, man spricht darüber, mit seiner Frau, mit Freunden, mit Verwandten halt. Man interessiert sich mehr, der Fernseher ist öfter mal halt an. Und dann fragen ja, was ist los, was ist bloß, warum sind so viele Leute auf der Straße? Da versteht zwar nicht das Feine, aber das Grobe halt, dass das Arbeitsplätze in Gefahr sind, was man ohne Arbeit mal sein kann. Das kriegen die Kinder halt schon mit. Drei Stunden später, kurz vor Frankfurt, die obligatorische Mahnung des Betriebsrates. Und noch ein Hinweis, selbstverständlich sind die Anforderungen, Anweisungen der Polizei zu befolgen. Friedlich marschieren denn auch wenig später Zehntausende aus dem gesamten Bundesgebiet zur Deutschen Bank. Doch die Stimmung steigt, je näher man ihr kommt. Es ist eben 5 vor 12, mahnt hier IG Metall-Chef Zwickel vor mehr als 30.000 Teilnehmern. Heute und hier vor der Deutschen Bank muss zum Fanal werden. Die Machenschaften der Banken dürfen nicht auf unserem Buckel ausgetragen werden. Und erneut heißt die Forderung, keine betriebsbedingten Kündigungen für die Stahlwerker. Uwe Könnings arbeitet in der maroden Thyssen-Kokerei. Für die sieht es besonders düster aus. Und doch ist er am Ende der Kundgebung optimistisch. Der Tag in Frankfurt, da ist er sicher, hat etwas gebracht. Unseren Slogan, den wir gemacht haben, also werdet wach, wir sind das Kapital, haben wir auch groß auf unserem Transparent draufgeschrieben. Das war die Botschaft, die wir rüberbringen wollten, sodass wir die Leute, die sag ich, damit zu tun haben, uns nicht dabei vergessen und wach werden und sehen, also da stecken Menschen hinter, da sind Schicksale. Doch ob das hinter den Glasfassaden der Deutschen Bank auch so gesehen wird, wer weiß. Uwe Könnings und Klaus Schulte geben die Hoffnung jedenfalls noch lange nicht auf, allen Hiobsbotschaften zum Trotz. Und die Deutsche Bank zeigt sich zufrieden damit, dass Krupp und Thyssen nun doch zu einer friedlichen Einigung kommen wollen. Morgen soll der Rahmenvertrag vorliegen. Weitere 4 Wochen gibt man sich für das Kleingedruckte. Weil Thyssen im Stahlgeschäft stärker ist als Krupp, übernimmt Thyssen die Leitung der gemeinsamen Stahltochter. Gibt es Sieger und Verlierer? Das fragten wir Dieter Vogel, den Vorstandsvorsitzenden von Thyssen. Guten Abend, Herr Vogel. Guten Abend, Herr Wickert. Herr Vogel, ganz provozierend gefragt, Sie müssten doch eigentlich Krupp und den Banken dankbar sein für das jetzt Erreichte. Also Dankbarkeit ist im Grunde genommen nicht das Gefühl, was mich im Moment beherrscht, aber ich bin erleichtert. Es hat den Versuch von Krupp gegeben, Thyssen feindlich zu übernehmen, aber es hat den Versuch ja nur deswegen gegeben, weil Thyssen eigentlich nie auf die Versuche von Krupp zu Verhandlungen eingegangen ist. Weswegen haben Sie so lange gezögert? Das ist so nicht ganz richtig. Wir hatten die Verabredung getroffen, dass wir uns nach Fixierung der Alleingangsmodelle zusammensetzen wollten und das in Ruhe und dann über eine Gemeinsamkeit, die über die Alleingangsmodelle hinausgeht, reden wollten. Wir sind jetzt von dieser feindlichen Übernahme bzw. von dem Versuch dazu überrascht worden. Sie halten also den Vorwurf für falsch, den man Ihnen macht, dass Sie zu lange gezögert hätten? Den halte ich in der Tat für falsch. Wir haben in keiner Weise gezögert, sondern es ist eine Frage, ob man nicht zunächst seine Hausaufgaben machen sollte, bevor man über solche weitergehenden Schritte nachdenkt. Das ist eher mein Stil.
Nun hat Krupp seine Hausaufgaben anders gemacht. Was bringt denn nun jetzt diese Fusion der Stahlbereiche? Sie bringt die Chance, dass in Deutschland eine überlebensfähige Stahlindustrie beibehalten werden kann. Das wird noch einige Opfer verlangen, aber am Ende dazu führen, dass wir uns am Weltmarkt behaupten können. Thyssen war immer wettbewerbsfähig. Das ist vielleicht eine Schieflage in der Information in den letzten Tagen. Aber Krupp hat Nachholbedarf. Weshalb würden Sie sagen, sind Sie jetzt fähig zu überleben und waren Sie es früher nicht? Thyssen wäre ohne Krupp überlebensfähig gewesen im Stahlbereich, von den anderen Bereichen gar nicht zu reden. Aber Krupp braucht in der Tat die Nutzung von Synergien, die sich nur in der Kombination mit Thyssen oder einem anderen, aber dort in wesentlich weniger intensiver Weise darstellen lässt. Wie beurteilen Sie denn die Banken bei diesem ganzen Vorgehen? Ich möchte mich im Grunde genommen jetzt in dieser etwas aufgeheizten Situation dazu nicht äußern. Wir haben den Banken Analysen vorgelegt, wie wir das Übernahmeangebot sehen. Und ich glaube, die haben ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die Seifenblase geplatzt ist. Auf der anderen Seite sagt man doch, unsere Gesellschaft wird im Konsens einschlafen. Wir brauchen wahrscheinlich den wirtschaftlichen Konflikt. Da ist was dran. Aber ich glaube, wir müssen hier etwas präziser formulieren. Hier geht es nicht um Shareholder Value oder Bestehen im globalen Wettbewerb. Hier war es schlicht der Versuch, ein angeschlagenes Unternehmen zu Lasten eines gesunden Unternehmens zu sanieren. Und das konnten wir nicht mitmachen. Aber es wurde von großen Synergieeffekten gesprochen, die es jetzt nicht geben wird. Doch, die Synergieeffekte gibt es in Form des Zusammengehens auf dem Stahlbereich unter unserer Führung. Hier kann man, ohne dass das Unternehmen mit 15 Milliarden Schulden belastet wird, wie das andere Konzept es zur Folge gehabt hätte, ohne zusätzliche Schuldenlast also die Synergien in gleicher Weise nutzen. Wenn Sie die Zukunft der Stahlindustrie in Deutschland sehen, wie viele Arbeitsplätze werden abgebaut werden müssen? Das lässt sich jetzt noch nicht abschließend sagen. Es geht hier nicht nur um den Abbau von Arbeitsplätzen, sondern um eine Strukturbereinigung in der Form, dass auch moderne Technologien mit beträchtlichen Investitionen auf den Weg gebracht werden und wir dann insgesamt wettbewerbsfähig bleiben. Natürlich wird das nicht ganz ohne Reduzierung abgehen, aber wie ich schon gesagt habe, wir werden den Versuch machen, das ohne betriebsbedingte Kündigung auf den Weg zu bringen. Vielen Dank, Herr Vogel. Zur Rolle der Banken im Wirtschaftsgefüge Deutschlands ein Kommentar von Klaus-Rüdiger Metze vom Hessischen Rundfunk. Der Übernahmekrieg ist abgesagt. Die Stahlkocher sind wieder friedlich nach Hause gefahren. Also alles in schönster Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Der Heiße ist lediglich zu einem kalten Krieg mutiert. Und wenn die Stahlehe zwischen Krupp und Thyssen zustande kommt, dann gibt es nur einen Verlierer, die Arbeiter. Sie werden wieder zu Tausenden auf die Straße gesetzt. Konsequent nur für die Geldverleiher der Republik und ihre Marionetten in den Konzernetagen, die in Arbeitsplatzbesitzern menschenverachtend schlicht profitmindernde Wertvernichter sehen. Thyssen, das war nur der Anfang. Thyssen ist überall. Der Brandsatz an den sozialen Frieden ist längst gelegt. Und selbst dem Kanzler dämmert, dass die Konzernherren und ihre provisionsbesessenen Banker dabei sind, viel zu zerstören in dieser Gesellschaft. Denn Geld, nicht die Politik regiert die Republik. Die Banker sitzen längst mit auf der Regierungsbank. Wie sagte doch Deutschbankier Breuer in schöner Offenheit, ich will am Fall Krupp Thyssen ein Exempel statuieren. Höchste Zeit also, dass an den Bankiers selbst ein Exempel statuiert wird, will man den glatten Geldverleihern nicht die ganze Macht überlassen. Wäre Manhattan doch nur Manhattan. Dort geht nicht, was bei uns Usus ist, dass nämlich die Geldverleiher gleichzeitig in den Aufsichtsräten konkurrierender Unternehmen sitzen. Und deswegen müssen die in den Bonner Schubladen schmorenden Entwürfe zur Begrenzung der Bankenmacht endlich Gesetz werden. Das heißt konkret, Abschaffung des Depotstimmrechts, drastische Reduzierung der Aufsichtsratsmandate sowie die radikale Beschränkung der von den Banken gehaltenen Anteile an anderen Unternehmen. Und weil es diesen unappetitlichen Filz bei uns immer noch gibt, irrt auch Gewerkschaftsboss Zwickel. Es ist nicht 5 vor, sondern längst 5 nach 12. Es kommentierte Klaus-Rüdiger Metze. Der Euro kommt gewiss, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Helmut Kohl hat heute noch einmal bestätigt, dass der Zeitplan und die Maßstäbe für die Einführung der gemeinsamen europäischen Währung eingehalten werden. Zu unserem Euro-Schwerpunkt.
Die Meinung des deutschen Bundeskanzlers zum Euro wurde heute aber nicht von jedem Regierungschef der Europäischen Union geteilt. Und das, obwohl dieser 25. März doch Grund zum gemeinsamen Feiern ist. Denn heute vor 40 Jahren zogen in Rom alle an einem Strang, als der deutsche Bundeskanzler den Gründungsvertrag der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unterschrieb. Es war heute vor genau 40 Jahren. Es war der Augenblick, als Konrad Adenauer für Deutschland unterzeichnete. Da musste der italienische Kommentator ein unerklärliches Läuten erklären. Die Glocken des antiken Turms auf dem römischen Kapitolshügel begleiteten die Geburtsstunde Europas. Nur wenige Menschen hatten sich bei extrem schlechtem Wetter draußen auf dem Vorplatz versammelt. Und doch galt dieser Märznachmittag als die Geburtsstunde Europas. In der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wollten 5 Nachbarstaaten 12 Jahre nach Kriegsende das wirtschaftlich genesende Deutschland in ihre Vision eines friedlichen, geeinten und blühenden Europa einbinden. Und Deutschland und Adenauer stimmten begeistert zu. Auch heute läuteten dieselben Glocken. Am historischen Ort gedachte das größer gewordene Europa der 15 der Geburtsstunde vor 40 Jahren. Und diesmal rühmte der Bürgermeister von Rom das nachempfundene Glockengeläut zur Feierstunde. In dem kurzen Festakt fiel manchem wieder ein, dass wie einst vor 40 Jahren stets wirtschaftliche Beweggründe Europa vorangebracht hatten. Die Visionen großer Männer wie Schumann, Monet, de Gasperi und Adenauer standen dahinter, aber die ökonomischen Zweckgedanken waren es, die Europa zusammenschmiedeten und stets vorwärts brachten. Keiner der Männer am Rednerpult vergaß jedoch zu erwähnen, dass dieses so geeinte Europa inzwischen die längste Friedensperiode seiner ganzen Geschichte hinter sich gebracht habe. Und das war in diesem altehrwürdigen Saal mit seinen martialischen Wandgemälden antiker Schlachten, weiß Gott, angebracht. Beim Ausblick auf die Zukunft Europas aber hörten die erlauchten Gäste, dass nun wieder vor allem wirtschaftliche Probleme als Stolpersteine auf seinem Weg liegen. Es war Italiens Premier Prodi, der heute gesagt hatte, der Euro-Start könne ohne großen Schaden um ein Jahr verschoben werden. Im Saal wiederholte er das nicht und dafür bekam er auch keinen Beifall. Trotz aller Querelen und Rückschritte ist die Sechsergemeinschaft von 1958 bis heute nämlich auf eine von 15 Staaten angewachsen. Doch auf ihrem gemeinsamen Binnenmarkt gibt es 14 verschiedene Währungen, ein Unikum in der Welt. In Maastricht wurde deshalb beschlossen, sie durch eine gemeinsame, den Euro, zu ersetzen. Auf dem letzten Gipfel in Dublin wurde den Europäern die neuen Geldscheine präsentiert und gleichzeitig der Stabilitätspakt verabschiedet, auf dem vor allem die Deutschen bestanden. Vor gut 5 Jahren in Maastricht wurden auch die fiskalischen Kriterien festgelegt, nach denen das neue Geld eingeführt werden sollte. Kriterien, derentwegen heute die Währungsunion wackelt. Doch wieder in Maastricht stand dieser wirtschaftliche Schritt zum Euro ganz oben an. Erst später merkte man, dass dort auch die Europäische Union aus der lockeren Gemeinschaft geworden war. Es fragen sich ja nun viele von Ihnen, meine Damen und Herren, ob der Euro gut sei für Deutschland oder nicht. Welche Auswirkungen der Euro für Sie als Verbraucher haben wird, darauf gehen wir in den nächsten Tagen ein. Heute jedoch ein Beispiel, das zeigt, wie der Euro einem großen Unternehmen helfen kann. Die Autofirma BMW hat heute ihre Bilanzen vorgelegt und die sehen prächtig aus. So prächtig, dass BMW in diesem Jahr noch Arbeitsplätze in Deutschland schaffen wird. Aber da BMW ja auch die britische Autofirma Rover besitzt, wäre es für BMW besser, nicht in Pfund und Mark, sondern einfach in Euro zu denken. Dazu Thomas Schoch. Der Testlauf für den Euro ist in vollem Gange. Lieber heute als morgen würden die Autokonzerne das Währungschaos in Europa hinter sich lassen. BMW hat 1996 das beste Ergebnis seiner Firmengeschichte eingefahren. Dennoch schmerzt es die Münchner Autoschmiede, wieder einmal mit einigen 100 Millionen Mark aus Währungsrisiken belastet zu sein. Die Wechselkurskapriolen binden einen beträchtlichen Mitarbeiterstab in allen Unternehmensteilen. Sie erfordern teure Sicherungsverträge und belasten auf Dauer die strategischen Entscheidungen. Diesmal beklagte die Führungsriege bei BMW das extrem hohe Pfund Sterling. Der Jahresendkurs der britischen Währung hat laut BMW zu regelrechten Verwerfungen in der Bilanz geführt. Deshalb soll der Euro so schnell wie möglich kommen. Und mit möglichst vielen Teilnehmern. Wir haben ja heute die Tatsache, dass durch die Währungen in den einzelnen Märkten, die wir haben, die Preise sehr unterschiedlich werden, alleine währungsbedingt sich sehr stark verändern.
Und das ist nicht im Sinne unserer Kunden. Das ist nicht im Sinne der Politik und auch nicht im Sinne des Unternehmens. Und dort wird, um nur dieses Beispiel mal zu nennen, der Euro natürlich die Möglichkeit schaffen und die Basis dafür schaffen, die Preise in ganz Europa zu harmonisieren, also für die Kunden vergleichbar, um nicht zu sagen gleich zu gestalten. Der Euro wird auch die tatsächliche Kostensituation an den verschiedenen Produktionsstandorten entschleiern. Die Lohn- und Lohnnebenkostendebatte wird also bis zur Währungsunion aktuell bleiben. Deutschland wird aber nach Ansicht vieler Experten weniger Lohndrückerei zu erwarten haben als befürchtet. Denn die hohe Produktivität der deutschen Werke sorgt dafür, dass die Arbeitnehmer vermutlich nicht vom Euro überrollt werden. Rover, die britische Nobelschmiede unter dem BMW-Dach, hat es hingegen nicht so eilig mit dem Euro. Die Sanierung ist im Gange, aber bei der Produktivität hapert es noch. 1997 muss BMW der Tochter Rover noch einmal kräftig unter die Arme greifen. Aus Rover-Sicht ist eine Verschiebung des Euro durchaus akzeptabel. Schwieriger würde es zweifellos, wenn die Währungsunion 1999 kommt, aber England nicht Mitglied, Großbritannien nicht Mitglied werden sollte, dann sähe die Sache etwas schwieriger aus. Aber eine Verschiebung als solches aus der Sicht des Unternehmens halte ich nicht für dramatisch. BMW und Rover setzen noch unterschiedliche Akzente beim Euro, aber unter dem Strich ist man sich einig. Der Euro ist gut für Europas Autoindustrie. Zwei Oscars gehen an deutsche Filmschaffende. Dazu gleich mehr nach den Nachrichten mit Wilhelm Wieben. Die Arbeitslosigkeit kann nach Ansicht der Arbeitgeber nur über niedrigere Einstiegslöhne, flexiblere Tarifverträge und Einsparungen bei den Sozialversicherungen abgebaut werden. Arbeitgeberpräsident Hund legte heute in Bonn ein entsprechendes Konzept vor. Darin wird auch eine Ausweitung der Altersteilzeitregelung verlangt. DGB-Chef Schulte kritisierte, die Rezepte seien alt und untauglich. Bundesaußenminister Kinkel ist am Abend in Ankara eingetroffen. Seine Reise in die Türkei hatte sich stark verzögert. Grund waren angebliche herablassende Äußerungen des türkischen Ministerpräsidenten Erbakan. Er soll gesagt haben, er werde Kinkel seine Verärgerung über Kritik an der Türkei spüren lassen und eine Geste der Scham abverlangen. Erst nach einem Dementi aus Ankara flog Kinkel von Rom in die Türkei ab. 41 aus Deutschland abgeschobene Bosnien-Flüchtlinge sind heute Nachmittag in Sarajevo eingetroffen. Der erste größere Sammeltransport in diesem Jahr ging von München aus. Es waren alleinstehende Sozialhilfeempfänger sowie Straftäter, die vergeblich in Berlin und Bayern um Asyl nachgesucht hatten. Das Innenministerium in München erklärte, mit der Abschiebung würden die Beschlüsse der Innenministerkonferenz konsequent umgesetzt. Vertreter von Bündnis 90 Die Grünen protestierten gegen die Aktion. In Zaire könnte es einen Weg aus der schweren Krise geben. Angeblich ist Präsident Mobutu jetzt bereit, die Macht in dem zentralafrikanischen Land mit den Aufständischen zu teilen. Der Vizechef der Partei von Mobutu, Mokalai, sagte der Agentur Reuters in Kinshasa, zuvor solle es ein Treffen mit Rebellenchef Kabila geben. Dabei müsse es zunächst darum gehen, einen Waffenstillstand zu erreichen. Im Westjordanland sind die gewalttätigen Auseinandersetzungen um den Bau einer jüdischen Siedlung in Ost-Jerusalem weitergegangen. In Bethlehem und in Hebron bewarfen hunderte Palästinenser israelische Sicherheitskräfte mit Steinen. Diese reagierten mit Tränengas und Gummigeschossen. In Hebron griff die Polizei der palästinensischen Autonomiebehörde ein und drängte die Menge zurück. Israels Generalstabschef warnte die Palästinenserpolizei davor, sich an einem Aufstand gegen Israel zu beteiligen. Das würde Krieg bedeuten. Als Zeichen der Klimaverbesserung zwischen den USA und China wurden heute in Peking Milliardenverträge unterzeichnet. Die Chinesen kaufen beim amerikanischen Flugzeugbauer Boeing ein und General Motors vereinbarte ein Joint Venture mit Chinas größtem Automobilhersteller in Shanghai. Der Abschluss der Verträge stand im Mittelpunkt des zweiten Besuchstages von US-Vizepräsident Gore in der Volksrepublik. Beim Absturz eines Bundeswehrhubschraubers in Nordhessen sind heute zwei Soldaten ums Leben gekommen. Der Helikopter stürzte bei Gudensberg auf ein freies Feld und brannte am Boden vollkommen aus. Die Unglücksursache ist bislang ungeklärt. Die Soldaten waren auf einem Ausbildungsflug. An Bord der Maschine, so ein Bundeswehrsprecher, sei keine Munition gewesen. Der Sternenhimmel steht im Augenblick ganz im Bann des Kometen Hale-Bopp. Mit bloßem Auge ist er gut, mit dem Teleskop noch besser zu erkennen, wie hier von der Sternwarte der Universität Greifswald aus. Mit 160.000 Kilometern pro Stunde rast Hale-Bopp durchs All.
Am 1. April soll der Komet am besten zu sehen sein. Dann ist der riesige Brocken aus Eis, Gas und Staub der Sonne am nächsten, bevor er wieder für gut 2000 Jahre aus unserem Blickfeld verschwindet. Leider hatte Armin Müller-Stahl den Oscar nicht erhalten als bester männlicher Nebendarsteller. Aber trotzdem können die deutschen Filmschaffenden ganz zufrieden sein. Dagegen war die Verleihung in Hollywood eine Ohrfeige für die großen Studios von Hollywood. Sie trauen sich nicht mehr an gute Drehbücher heran, sondern setzen auf alles, was kracht, knallt und explodiert. Deshalb hatten die Studios sich auch nicht an den herausragenden Film herangewagt, der 9 Oscars erhielt, Der englische Patient. Von der Oscarverleihung berichtet Jörg Hafgemeyer. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden nach dieser denkwürdigen Oscarverleihung. Die Stars aus Hollywood waren gekommen, doch die Oscars nahmen andere mit nach Hause. Selten hat es in der fast 70-jährigen Geschichte der Oscarverleihung so viele Ehrungen für Produktionen gegeben, die nicht in den Studios von Hollywood entstanden sind. Auch Tom Cruise machte da keine Ausnahme. Er war für einen Oscar nominiert und ging leer aus. 9 Oscars erhielt Der englische Patient. Ausgerechnet die beiden Hauptdarsteller Ralph Fiennes und Christine Scott Thomas bekamen keinen. Jedoch wurde für die beste weibliche Nebenrolle Juliette Binoche ausgezeichnet. Natürlich spielte sie auch im englischen Patienten mit und sie ist nach Simon Signoret erst die zweite Französin, die einen Oscar erhielt. Völlig überraschend, wie sie fand. Ich weiß auch nicht, es ist einfach ein Traum für mich. Es ist so unwirklich, dass ich einen Oscar in der Hand habe. Den bekam auch Geoffrey Rush in die Hand gedrückt für die Darstellung des australischen Pianisten David Helfgott in Shine. All die, die sagen, die Filmindustrie sei ein Zirkus, die haben nicht gesehen, mit welcher Lust David Helfgott lebt, und sie haben übersehen, dass dieser Zirkus aus risikobereiten Leuten besteht. Die Entscheidung der Jury, Frances McDormand als beste Schauspielerin auszuzeichnen, fällt in die Kategorie Risiken einzugehen. Immerhin gewann sie für ihre Darstellung einer Polizistin in Fargo gegen starke Konkurrentinnen wie Diane Keaton und Christine Scott Thomas. Und die Deutschen? Sie haben einmal durch den Produzenten Thomas Stellmach aus Kassel für den Kurzfilm Quest einen Oscar erhalten. Quest ist ein Sandmann, der sich in der ewigen Wüste auf die Suche nach dem begehrten Wasser macht. Es ist ein beeindruckender Film mit einem tragischen Ausgang. Dennoch wurde er in Los Angeles mit viel Beifall aufgenommen. Das gilt auch für die technischen Effekte in dem Streifen Independence Day. Der deutsche Volker Engel hat für sie gesorgt und hat dafür einen Oscar bekommen. Es ist ein irres Glücksgefühl. Die Anspannung ist weg. Es gab ein paar gute Konkurrenten, vor allen Dingen Twister. Und irgendwie ist es schon eine nette Geschichte für die deutsche Filmbranche irgendwie, finde ich. Weil es doch relativ selten ist, dass mal jemand aus Deutschland so eine Auszeichnung kriegt. Und so viele sind es tatsächlich nicht gewesen. Der erste und letzte Schauspieler aus Deutschland, dem ein Oscar überreicht wurde, war Emil Jannings. Und das war vor fast 70 Jahren. Es scheint eine neue Entwicklung zu gehen bei der Betriebsversammlung der Stahlarbeiter von Krupp in Dortmund. Deswegen schalten wir dort noch einmal hin zu Herrn Schönenbaum. Jörg Schönenbaum, wie sieht's denn aus? Jürgen Grasshoff, der Vorstandsvorsitzende der Stahltochter von Krupp Hösch, ist vor 3 Minuten hier eingetroffen. Und die Betriebsräte hatten sehr viel Mühe, die Belegschaft ruhig zu halten. Im Moment spricht er. Er hat gerade begonnen, noch einmal die Geschichte des Übernahmeversuchs und der Fusion zu erklären. Inhaltliche Informationen, die über das hinausgehen, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, haben wir im Moment noch nicht. Ich bin aber sicher, dass wir im Nachtmagazin aktuelleres wissen werden. Fein, dann warten wir dort auf Sie. Vielen Dank, Jörg Schönenbaum. Noch einmal zu den Oscars. Der mit dem Oscar ausgezeichnete Zeichentrickfilm Quest wird morgen um 22.45 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt, im ZDF. Das Wetter. Das Tief bei Island versorgt den hohen Norden mit Schnee, Dänemark, die Nordsee, Großbritannien und Irland mit Regen. Von der Ukraine bis zur Türkei wird es durch Tiefdruck ebenfalls nass. Weit entfernt von Frühlingstemperaturen, in Oslo 3 Grad, Wien 7 Grad bei Sonne, London verregnet bei 12. Ein Lichtblick ist Lissabon mit 23 Grad. Der Mittwoch beginnt im ganzen Land mit Nebel und Hochnebel. Der löst sich aber bald auf und lässt die Sonne scheinen. Ab Mittag dann wieder mehr Wolken, zunächst nur in der Küstenregion, bis zum Abend Regenwetter von Berlin bis Köln. Wir fliegen von Erfurt nach Hamburg.
Über Thüringen beim Start unserer Wetterreise recht gute Sicht. In Richtung Alstermetropole machen wir uns auf. Niedersachsen nun unter uns noch trocken. Aber bald hinter Hannover fallen die ersten Tropfen. Und je näher wir der Hansestadt kommen, desto mehr gießt es. Der Wind wird schwach bis mäßig, frischt im Norden stark auf und dreht von Südost auf Südwest. Die Nachttemperaturen von -4 bis +4 Grad. Tagsüber am Oberrhein bis 17 Grad, ansonsten von 8 bis 14 Grad. Der Donnerstag wird nur im Süden freundlich und trocken, am Freitag wechselhaft auch mal heiter. Am Samstag kommt die Sonne wieder mehr zum Vorschein. Und jetzt zu Bio. Ich breche das Schweigen, lautet das Thema, unter dem er seine Gäste befragt. Töchter von Überlebenden aus den Konzentrationslagern treffen auf Augenzeugen von Verbrechen deutscher Wehrmachtsangehöriger. Um 0.25 Uhr unterrichtet sie dann Thomas Bade im Nachtmagazin noch einmal über den letzten Stand der Dinge. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, einen interessanten Abend und eine geruhsame Nacht. Wir sehen uns morgen wieder um 22.30 Uhr. Deutsche Frau, dann könnte er hier bleiben. Ich mit einem wildfremden Mann. Mein unbekannter Ehemann. Wilde Herzen im Ersten. Mittwoch, 20.15 Uhr. Sie scheinen wie die netten Jungs von nebenan. Doch ganz so harmlos sind sie keineswegs. Die Faschisten sind in meinen Augen die Türken, die uns ihren Glauben aufzwingen wollen. Wir sind Befreiungskämpfer. Sie inszenieren brutale Übergriffe auf Ausländer und Andersdenkende. Ein Leben ohne Hauereien wäre für mich kein Leben. Leugnen den Holocaust und emanzipierte Frauen erzeugen bei ihnen mehr als nur Versagensängste. Ich sollte was essen machen und sollte sich eben um die Sachen kümmern, die eben eine Frau über die ganzen Jahrhunderte gemacht hat. Torfsturm, eine rechte Jugendklicke. Mittwoch, 21.40 Uhr. Meine Damen und Herren, das Thema heute Abend heißt, ich breche das Schweigen. Meine Gäste sind die Kinder von Holocaust-Überlebenden Naomi Bubis und Sharon Mehler. Herzlich willkommen. Der ehemalige Wehrmachtssoldat Fritz Kreuzer. Herzlich willkommen. Und der Publizist Roman Frister, herzlich willkommen. Herr Frister, Sie sind Leiter einer Journalistenschule in Tel Aviv. Stimmt. Das ist richtig. Sie sind, vorher waren Sie 25 Jahre bei einer sehr berühmten Zeitung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, Haaretz. Stimmt, das Land. Das Land. Und waren dort in Israel sehr bekannter Journalist. Sie sind 1928 in Bielitz geboren. Stimmt. Das ist da, wo mein Vater immer seine Stoffe für die Anzüge gekauft hat. Denn ich bin aus der Nähe von Teschen, das ist nur wenig. Ja, dort, wo meine Mutter immer seine Schuhe kaufte. Aha, sehen Sie. Also, Sie sind etwas vor mir geboren, 1928. Stimmt. Und Sie sind als Kind ins KZ gekommen? Ja. Wie alt waren Sie da? Also zu Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war ich 11 Jahre alt. Ins KZ kam ich 13,5. Es gibt eine ganz eigenartige, einen ganz eigenartigen aktuellen Bezug. Sie waren in Auschwitz, in Mauthausen, aber auch in Plaschow. Und dort war Amon Göth, der eine sehr traurige Hauptfigur in Schindlers Liste ist in dem Film,
Dieser Film wird am kommenden Freitag, am Karfreitag hier in Deutschland auf Pro7 gesendet. Viele haben damals, als der Film lief, gesagt, das ist ja alles übertrieben. Sie waren selbst dort. Und es gibt auch eine Szene mit einem Kind. Können Sie bestätigen, dass es so war? Also, Amanget war ein sehr brutaler Mann. Ich glaube, er war, ich möchte sagen, ein Sadist. Ich hatte auch persönlich Glück mit Amanget. Eines Tages, so besser gesagt, am Abend, ich ging von der Baracke, wo mein Vater schlief, zu meiner Baracke. Es war schon nach der Sperrstunde und ich habe Amanget getroffen. Natürlich ein Jude, der nach der Sperrstunde draußen war, wurde erschossen. Und da zog er seine Pistole, aber etwas klappte nicht mit dieser Pistole. Und er fluch. Und als ich sah, dass er sich kein Rat gibt mit der Pistole, laufte ich weg. Sind Sie weggelaufen? Ja. Und haben sozusagen also überlebt. Knapp überlebt. Sie haben ein Buch herausgegeben. In Israel kam es vor 2 Jahren, jetzt in Deutschland. Und es heißt Die Mütze oder Der Preis des Lebens. Bevor wir auf diese Begegnung oder diese Begebenheit, die dem Buch den Namen gegeben hat, kommen, würde ich gerne wissen, warum Sie ein Buch, das zwar nicht nur, aber doch ganz entscheidend über Ihre Erlebnisse im KZ berichtet, erst jetzt nach so vielen Jahren geschrieben haben. Also es gibt eigentlich 2 Gründe. Der erste, vielleicht nicht der wichtigste, aber der erste Grund ist, dass ich diese Zeitdistanz vielleicht brauchte, um meine Taten und Handlungen richtig zu beurteilen. Subjektiv natürlich, weil es gibt keine objektive Wahrheit. Und dann gab es einen zweiten Grund. Vor ungefähr 25 Jahren, wenn mein Sohn 20 Jahre alt war damals, wollte ich meinem Sohn über den Holocaust etwas zu erzählen. Der hatte überhaupt kein Interesse, es zu hören. Man muss wissen, dass die jungen Israelis noch heute sind, aber damals waren sie sehr selbstbewusst. Wir haben ja im Nahen Osten die beste Armee, die beste Technologie. Wir sind die Beste. Und ich glaube, dass mein Sohn, wie auch andere junge Leute seiner Generation, wollten nicht zur Kenntnis nehmen, dass der Vater vielleicht schwach war. Also ohne sich zu wehren, ins KZ ging. Dass Juden, andere Juden, in die Gaskammer gingen, ohne sich zu wehren. Ich probierte nicht mehr zu erklären. Ich sagte, man konnte sich nicht wehren, wir hatten ja keine Waffen. Er sagte mir, man beschafft sich eine Waffe. Er konnte es nicht verstehen. Aus der heutigen Sicht und aus... Also er konnte es nicht verstehen und er wollte es nicht verstehen. Sagen, ja. Heute ist mein Enkel 20 Jahre alt, der dient beim Militär. Für meinen Sohn war alles, was seinem Vater passierte im Holocaust, eine Familienangelegenheit. Für meinen Enkel ist es Geschichte. Und mein Enkel ist bereit, über Holocaust zu lesen, über Holocaust zu hören. Und ich glaube, das war der zweite Grund, auch ein wichtiger Grund, dass ich wartete, bis es eine Generation gibt, die das Buch lesen wird. Jetzt sollten wir zu der Geschichte kommen, warum es Die Mütze heißt. Es gibt ja viele Begebenheiten, viele Erlebnisse, aber die hat doch eine zentrale Bedeutung über die Geschichte und über dieses Erlebnis hinaus. Ja, es war schwer zu schreiben, ist auch nicht so leicht zu erzählen. Das ist klar. Aber wenn wir schon dabei sind. Eines Tages, ein älterer Häftling, ich war damals 15 Jahre alt, der war für mich sehr alt, vielleicht war er 30 oder ja, 40. Ja, klar. Ein ungarischer Jude hat mich vergewaltigt. Er gab mir dafür ein Stück Brot. Es war bei Nacht an der Pritsche und da ging er fort und hat meine Mütze mitgenommen. Es war ein Zweigslager von Auschwitz und in Auschwitz und in anderen Lagern, die gehörten zu Auschwitz, wer zum Morgenappell kam ohne Mütze, war ein toter Mann. Wurde sofort erschossen. Am Platz und Ort geschossen. Und ich wusste, ich habe noch einige Stunden zu überleben. Ich
habe auch verstanden, hat mir die Mütze geklaut, weil er wollte keinen Zeugen haben. Homosexualismus war sehr schwer bestraft von Nazis, auch im KZ. Und dann ging ich auf Beute. Ich kam von meiner Brutsche runter und habe einen anderen Häftling gefunden, der schlief und seine Mütze lag auf der Decke. Ich habe diese Mütze genommen und zum Morgenappell mit meiner Mütze sich. Mit seiner Mütze? Mit seiner, meiner Mütze, ja. Gestellt. Und dieser Mann, er stand irgendwo hinter meinem Rücken. Sie kannten ihn nicht näher? Nein, ich wusste nicht. Ich weiß nicht, ob er Jude war, Franzose, Pole, Russe, Deutsche, keine Ahnung. Ich wollte ihn nicht sehen. Ich hörte nur das Knallen und der Mann wurde erschossen. Ich habe diese Geschichte in meinem Buch natürlich beschrieben. Und dann einer von meinen guten Bekannten in Tel Aviv sagte mir, er hat mir einen Brief geschrieben, sagte, er möchte mich nie im Leben mehr sehen, weil vielleicht dieser tote Mann, dessen Tod ich indirekt eigentlich, dass vielleicht dieser Mann war sein Vater. Sie haben natürlich diese Geschichte nicht ohne Absicht veröffentlicht. Sie wollen damit doch etwas sagen. Ja, ich wollte damit sagen, dass in extremen Situationen Leute benehmen sich extrem. Ich kam ins Konzentrationslager als 13,5-jähriger Junge, 14-jähriger Junge. Ich stamme aus einem sogenannten gutbürgerlichen Haus. Ihr Vater war auch Rechtsanwalt? Mein Vater war Rechtsanwalt. Meine Mutter sagte immer, dass der Herr Hitler kommt und geht, aber Heine und Goethe bleiben für immer. Ich kam ins Konzentrationslager und habe sehr schnell verstanden, dass mit den hohen moralischen Werten, die mir meine Eltern ermittelt hatten, werde ich nicht durchkommen. Also der Gute und ich hatte kaum Chancen. Kaum Chancen. Ja, es waren natürlich Helden auch im KZ. Die meisten sind leider tot und ich lebe. Im Prinzip wollten das ja aber die Nazis auch. Sicher. Die machten uns, die Opfer, manchmal zu Mittäter. Zu Tätern. Aber sie waren doch in dem Augenblick, als sie ein Täter wurden, trotzdem ein Opfer. Ja, sicher. Denn sie wurden ja gezwungen. Sie wurden ja, man hat ihnen das Essen entzogen. Man hat eben gesagt, wenn du ohne Mütze kommst, wirst du erschossen. Also sie sind ja fast in einen Überlebenskampf, wie man ihn unter Tieren kennt, gebracht worden. Bei einer Lesung in Berlin sagte eine Dame, die dabei war, sagte, Herr Frister, aber auch doch die Wächter, die SS-Mannschaften, die lebten auch in dieselben Dschungel, unter Druck gesetzt. Und da antwortete ich, und ich glaube, das ist die richtige Antwort auch jetzt, in diesem Dschungel lebten wilde Tiere, das waren wir, fressen oder gefressen zu werden. Aber die Wächter waren die Jäger. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, genau. Können wir aus heutiger Position, wo wir nie in so einer Situation waren, können wir überhaupt beurteilen, wie sich moralische Werte dargestellt haben, wie groß der Druck war? Kann man überhaupt sagen, was gut und böse war? Wenn Sie mir erlauben, erzähle ich eine ganz kurze Geschichte, die nicht im Buch steht. Ja. Im Jahre 1943 war im Konzentrationslager Plaschow, wo Amon Gett der Kommandant war, und Amon Gett befahl einen jüdischen Lagerarzt, 1200 Häftlinge mit einer Phenolspritze ins Herz zu töten. Dieser Arzt tötete 700 Häftlinge und 500 Häftlingen hat er gesagt, jetzt gehst du da raus von meinem Arztzimmer und machst dich, ob du tot bist. Man wird dich abschleppen in Massengrabe. In der Nacht gehst du wieder in deine Baracke,
Es gibt keine Namenlisten, niemand wird es wissen. Und das heißt, er hat Ihnen was anderes gespritzt, Wasser oder? Mir nicht. Nein, ich meine diesen 500. Ja. Diesen 500? Etwas Unschädliches. Ja. Am nächsten Tag natürlich, die ganze Geschichte wurde bekannt. Diese 500 Gerettete haben es erzählt anderen. Und man muss sagen, wenn man den Arzt erwischt möchte, dann möchten die Nazis foltern und töten. Und er wurde betrachtet als Held. Ich sah, alleine habe ich gesehen, wie Leute zu ihm kamen und ihm die Hand küssten, wie einen Papst. Und die Nazis haben ihn nicht erwischt? Nein, die Nazis haben ihn nicht erwischt. Aber im Jahre 47, er wurde von einem polnischen Gericht zum Tode verurteilt. Für den Mord von 700 Häftlingen. Also haben sie die Normen von 43, ein Held. Und die Normen der Zeit des Lichts, also unserer Zivilisation, Todesurteil für den Mord. Sie sprechen von Licht, dann war also das dann war es dunkel. Das Dunkel, in dem Sie gelebt haben. Und ich glaube, man kann nicht die Taten und Handlungen der Zeit, der Dunkelheit mit den Normen der Zeit des Lichtes beurteilen. Ich habe Ihr Buch gelesen und mich hat besonders beeindruckt der Dialog zwischen Ihnen und Ihrem Vater auf dem Sterbebett. Wollte er Sie davor bewahren, sozusagen in diesem Dschungel alles zu tun, um zu überleben und damit die alten Werte aufzugeben? Ja, also er sagte ungefähr, dass ich soll diese Kriegsjahre aus meinem Lebenslauf auslöschen. Er sagte, Sie sind 12, obwohl Sie 15 waren. Ja, und ich sagte, ich bin 15. Er sagte, ja, aber diese 3 Jahre sollst du streichen von deinem Lebenslauf. Es ist leider nicht möglich. Ich wollte gerade sagen, ist das gelungen? Nein. Konnten Sie das? Wie war denn die Befreiung? In welchem Zustand? Sie waren wahrscheinlich sehr geschwächt. Also am Tag der Befreiung wusste ich überhaupt gar nichts. Ich war so schwach, ich war krank, ich hatte Tuberkulose und noch 10 andere Krankheiten, war ausgehungert, wog 36 Kilo ungefähr. Aber ungefähr die Freiheit für mich kam also ungefähr 2 Monate später. Ich war in Lazarett in einem österreichischen Dorf, Katzdorf, nicht weit von Mauthausen. Und eines Tages hatte ich das Gefühl, dass ich auf meinen eigenen Beinen schon stehen kann. Die Freiheit war für mich, weil der Schlüssel von innen in der Tür steckte. Immer war der Schlüssel von außen. Jetzt steckte der Schlüssel von innen. Ich habe das Fenster aufgemacht, es war ein schöner Julitag. Und plötzlich bekam ich Angst. Und ich sagte, bis nun hat mir immer jemand gesagt, was ich tun soll. Also zu Hause war es der Vater und die Mutter. Später leider waren es die SS-Wächter oder die Kapos. Und jetzt, Roman, musst du alleine entscheiden. Heute, also von dieser Zeitperspektive, glaube ich, ich hatte auch Angst, weil ich wusste nicht jetzt, wie man ins Leben geht, in das sogenannte normale Leben, mit diesem schrecklichen Ballast, moralischen Ballast, den ich gesammelt habe im Konzentrationslager. Und Sie hatten ja in den entscheidenden Jahren, wo andere auf die Schule gehen, da hatten Sie gelernt, noch an der Universität des KZs. Ja, irgendwo ein Brot zu stehlen oder irgendetwas zu tun, um zu überleben. Also die Universität war Lügen, Klauen, Betrügen. Aber Sie müssen einen unglaublichen Überlebenswillen gehabt haben, sonst hätten Sie das nicht geschafft. Ja, ich glaubte immer, mir wird es nicht passieren. Aber heute weiß ich ganz genau, dass alle diese Leute, die in die Gaskammer gingen, glauben auch, dass es wird ihnen nicht passieren. Und es passiert. Sie haben ein sehr bewegtes Leben danach gehabt. Und wenn ich das so richtig gelesen habe, auch ein Leben, das Sie sehr genossen haben. Ja, ich genieße das Leben. Ich war immer lebensgierig. Ich lebe wohl. Das ist ja erstaunlich, dass das nach all diesen Erlebnissen überhaupt möglich war. Ja, doch, es passierte. Es war ein Glück. Ich hatte auch keine Albträume, bis ich das Buch zu schreiben anfing. Also ich dachte, dass ich diese Kriegsjahre wirklich ehrlicherweise verarbeitet habe. Ja, aber wenn ich das Buch schrieb, dann kamen alle diese Bilder wieder und man kann sagen,
dass ich den Holocaust nochmal mitgemacht habe. Der Freund, der sagt, er will Sie nicht mehr sehen, hat er von Ihnen erwartet, dass Sie Reue zeigen oder dass Sie irgendwie dass Sie sagen, also ich habe eine Schuld? Ich glaube, er hat nichts erwartet, aber man fragt mich sehr oft, ob ich Reue fühle. Und da sage ich immer, wenn ich es mir ganz genau überdenke, wenn ich von hier denke, bin ich ganz unschuldig. Natürlich. Wenn ich vom Herzen denke, dann bin ich schuldig. Immer wenn man etwas verursacht, wenn heute ein Autofahrer ohne Schuld auf irgendeine Weise ein Kind läuft ihm ins Auto, er kann wirklich nichts machen, trotzdem wird er das nie verarbeiten können. Und so eine Sache, also ich denke, sowohl juristisch als auch moralisch gibt es da keine Schuld. Ich möchte nie so vergleichen, wie Sie es getan haben, aber... Ich sage nur, dass überhaupt, dass man selbst beteiligt war, ohne jede Schuld. Ja. Sicher nicht kein richtiger Vergleich gewesen. Nein, da war natürlich die Frage, wer überlebt. Ich überlebe oder jemand anderer. Natürlich. Sie sagten, Sie haben in Deutschland eine Lesereise gemacht. Wie waren die Reaktionen? Also ich habe in allgemein einen ziemlich guten Dialog mit den deutschen Lesern. Die meisten, das Publikum war immer jung. Ich habe überhaupt kein Problem, einen Dialog zu führen mit den jungen deutschen Generationen. Ich sage immer, dass es gibt Judenhass oder Antisemiten, die sagen, dass die Juden haben Jesus Christus an den Römer ausgegeben, um ihn zu kreuzen. Und deshalb hassen die mich und ich frage immer, was bin ich schuldig? Und das gilt auch für die ganz neue deutsche Generation, die zwei Nachkriegsgenerationen. Was sind diese Leute schuldig, was ihr Vater oder Großvater, Urgroßvater getan oder nicht getan hat? Aber Sie haben die Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ein Teil unserer Geschichte ist. Also ich differenziere sehr genau zwischen der historischen Verantwortung des deutschen Volkes und der persönlichen Verantwortung. Wir sind alle ein Teil der Geschichte, auch wir Juden, auch die Deutschen. Haben Sie sich mit dem Schreiben des Buches irgendeine Last von der Seele genommen? Im Gegenteil. Das ist... Man war keine Katharsis, keine Last genommen. Wie ich schon gesagt habe, ich habe den Holocaust nochmal erlebt. Vielen Dank, Herr Frister. Ich wünsche Ihrem Buch eine große Verbreitung. Danke. Ich darf Herrn Kreutzer bitten. Herr Kreutzer, Sie waren Soldat, ich sagte es schon, bei der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Sie haben zuerst an der Westfront und dann mit der berühmten 6. Armee an der Ostfront gekämpft. Wie alt sind Sie jetzt? 77 Jahre. Man hört schon ein bisschen in Ihrem Dialekt, an der Färbung, dass Sie aus Bayern kommen. Aus München. Aus München, Sie leben in München. Und in München gibt es eine Ausstellung, die Gemüter sehr bewegt hat und die auch zu Protesten geführt hat und über die sehr viel geschrieben wurde. Sie heißt Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944. Sie haben öffentlich Stellung genommen zu dieser Ausstellung. Was ist Ihr Eindruck? Ihre sehr persönliche Betroffenheit, oder was war das, als Sie die Ausstellung gesehen haben? Trotzdem mir als Zeitzeuge, als Aktiver, vieles bekannt war, war ich tief erschüttert. Denn im Laufe der Zeit verdrängt man vieles, bewusst oder unbewusst. Und als ich diese Bilder wieder sah, die Dokumente sah, ich habe unter anderem auch gesehen, ein Dokument des 1B der 57. Division, bei der ich ja Soldat war, und eine Tagebucheintragung. Und diese Tagebucheintragung hat sich befasst mit der Festnahme der Juden in Charkow. Also ein fester Beweis, dass die Wehrmacht aktiv mit beteiligt war. Der Eintrag lautete verbal etwa so: man kann im Augenblick noch nichts Konkretes tun, weil sich die meisten Juden noch versteckt hielten.
Also die Ausstellung, vielleicht für diejenigen, die nicht so viel darüber gelesen haben, zeigt Fotos, Originalfotos aus der Zeit und Dokumente, also die sagten schon Tagebucheintragungen, Briefe, die die Soldaten nach Hause geschrieben haben und diese Dinge. Glauben Sie, dass das alles echt ist? Weil man ja auch gesagt hat, es sind Fälschungen. Das gibt für mich keinen Zweifel. Was ich da gesehen habe, ist die fürchterliche Wahrheit, die Wahrheit, die ich als Angehöriger der 6. Armee miterleben musste. Sie haben also selbst, als Sie dort Soldat waren, diese Dinge auch gesehen? Aber ja, natürlich. Können Sie mal irgendwas erzählen? Was? Ja, vielleicht etwas ganz Persönliches. Es war in dem kalten Winter. Wir lagen vor Charkow und ich hatte den Auftrag bekommen, mit meiner Einheit ein Dorf zu stürmen, aus dem uns Scharfschützen sehr zu schaffen machten. Es geschah das Übliche, das Dorf wurde mit in Brand geschossen, mit Leuchtspurmunition, die Häuser waren ja alle strohgedeckt. Und als das Dorf abgebrannt war, kam der Auftrag zu säubern. Das hieß also, die Häuser zu durchforsten. Und aus Erfahrung wussten wir, dass in der Regel in den Kellerlöchern jedes ukrainische Haus oder Hütte hatte im Wohnraum ein Loch rund mit einem Deckel und da ging es in den Keller. Das erste war, dass wir an den Deckel klopften, hat nicht lange gedauert, kam ein zerzauster, abgehärmter Mann, etwa 40 Jahre aus dem Loch, voller Angst. Ich habe ihm bedeutet, wir würden ihm nichts tun und habe ihm auch gleichzeitig bedeutet, es müsste noch jemand da unten sein. Er ist wieder verschwunden und kam wieder, das werde ich nie vergessen, in einer Hand 1,5 Flaschen Sonnenblumenöl, 2 kleine Säckchen mit Trockenbrot und ein kleines Säckchen mit Salz. Er hat auf seine verbrannte Erde ein Tuch gelegt, ich sehe das heute noch, in 2 kleine Blechteller Sonnenblumenöl geschüttet, das getrocknete Brot hingelegt, ein Häufchen Salz heraus und hat uns eingeladen zum Essen. Ich habe ihm bedeutet, es muss noch jemand im Keller sein, nicht? Und es hat nicht, er ist wieder verschwunden, dann kamen 3 Kinder heraus. Kinder im Alter zwischen 5 und 8 Jahren, meiner Erinnerung nach 2 Mädchen und ein Bub. Und kurz darauf später eine Frau, ich nehme an, es war seine Frau. Ich habe ihn dann, soweit ich das konnte, erklärt, wir wollen dir nichts nehmen, bitte behalte das selbst. Und dann bin ich mit 2 Kameraden, ich nehme das Wort Kameraden ungern im Mund, zu den nächsten Häusern gezogen. Ich war vielleicht 50 oder 100 Meter weg, plötzlich höre ich Schüsse. Ich drehe mich um und der Mann wurde von meinen eigenen Kameraden liquidiert. Das waren Soldaten? Das waren unsere Soldaten. Nette junge Burschen, die kamen aus einer Gegend, tief katholisch, der Gegend von Münster, Rheine, im persönlichen Umgang, angenehm, hilfsbereit. Und ich habe mir natürlich meine Gedanken gemacht, warum passiert denn sowas, warum? Ja. Und mein Ergebnis meiner Überlegungen war, die Propaganda hat die Leute pervertiert. Die wussten nicht mehr, was gut und böse war. Die konnten nicht mehr unterscheiden, Recht oder Unrecht. Und diese entsetzliche Propaganda, die natürlich bei der Hitlerjugend schon begonnen hat, hat ja immer erklärt, ihr kämpft nicht gegen Feinde, sondern gegen asiatisch-jüdische, marxistische Untermenschen. Das war der Tenor, das war auch der Tenor der Verlautbarungen und Befehle der obersten Heeresleitung. Da gibt es eine ganze Menge Befehle, davon könnte ich einige zitieren. Während wir im Frankreich-Feldzug gegen den Feind gekämpft hatten und natürlich auch in Italien, nachdem ich kurz bevor Stalingrad zugemacht hat, verwundet wurde und dann nach meiner Genesung in Italien eingesetzt war, Monte Cassini und so weiter, da gab es auch nur den Feind. Und die Dinge, die als Selbstverständnis in Russland geschehen sind, die waren nicht einmal in Gedanken vorhanden. Die hatten auch mit einem, ich sage jetzt etwas Schreckliches, mit einem normalen Krieg gar nichts mehr zu tun. Absolut nicht, absolut nicht. Das ist ja das, was die Ausstellung zeigen will, denn es gibt ja diesen Mythos,
der sauberen Wehrmacht. Nur die SS hat Böses getan und die Wehrmacht hat nur gekämpft. Und besonders, Sie waren doch bei der Infanterie, ist ja. Das richtig? Also auch ganz vorne an der Front. Ja, immer. Und sehr oft wurde ja gesagt, diejenigen, die vorne an der Front waren, die hatten gar keine Zeit, solche Dinge zu tun. Die haben nur gekämpft und dann kam die SS und hat dann liquidiert. Aber es ist eben beides passiert. Da muss man ein bisschen differenzieren. Als wir seinerzeit, ich war ja vom ersten Tag mit dabei, in der Ukraine einmarschiert sind, hat uns die Dorfbevölkerung in der Regel mit Salz und Brot empfangen. Wir waren für die Ukrainer die Befreier. Und als wir erstmals hörten, was dann passiert ist, waren wir immer der Meinung, das sind die Einheiten, die nach uns kommen, unter anderem aus SD, der sogenannte Sicherheitsdienst. Und SS. Ja. Inzwischen musste man, wenn man sehen wollte, es ist nämlich auch etwas passiert, was völlig vergessen wird. Viele haben gesehen und wollten nicht wahrnehmen, entweder bewusst oder unbewusst. Als ich das erste Mal auch in Charkow die Erhängten sah, Frauen und Männer. Zivilisten. Dann, ja, leider. Vielleicht ganz kurz, wenn ich das noch mal erklären darf. Ich hatte im Winter den Auftrag, mit einer Troika Pferdeschlitten beim Divisionsstab Munition zu holen. Es hat ja immer Probleme gegeben im Nachschub. Ich bin mit einem Melder losgefahren. Am späten Nachmittag habe ich mich dann einquartiert in einem Haus, Mietshaus, in dem es eine Reihe von Lehrerinnen gab und Kinder. Wir wussten, wie schlecht die Verpflegung war und wir hatten dann die Lehrerin, die ja alle Deutsch sprachen, nicht? Was völlig vergessen wird, in der Ukraine und Russland hat man vor dem Krieg ja Deutsch als Hauptfach gehabt. In jeder Dorfschule konnten sie sehen, dass Deutsch gelernt war. Wir hatten uns unterhalten, ich habe gesagt, wir würden gerne den Kindern ein bisschen was von uns geben. Und so hat sich nach einem gewissen Zögern doch ein menschliches Klima ergeben. Und dann sagt eine dieser Lehrerinnen, sie wird irre an den Deutschen. Da sage ich, wieso, ja. Vorgestern hat man Zivilisten aufgehängt, Frauen und Männer, und jetzt ist plötzlich ein Soldat, der bietet ihnen zu essen an. Ich wusste davon, aber ich habe getan, als wäre das für mich etwas Neues. Dann habe ich gesagt, ja, wo ist denn das, nicht? Die haben uns dann gezeigt oder gesagt, wo die Erhängten zu sehen sind, und als wir dann am Morgen losgefahren sind, um Munition zu holen, da war es halt so. Herr Gott, was daraus deutlich wird, sind zwei Dinge. Einmal waren nicht alle Soldaten Verbrecher. Nein, möchte ich absolut betonen. Das ist ja etwas, was immer jetzt dieser Ausstellung vorgeworfen wird. Wenn ich Sie unterbrechen darf, dass ich auch in dieser Ausstellung nicht gemeint, nur der Böswillige will das so sehen. Ja, und das Zweite ist, dass auch diejenigen, die Verbrecher wurden, auch eben teilweise ja so fanatisch missgeleitet waren, wie Sie sagen, so junge Menschen. Ja. Und auch teilweise aus Angst, glaube ich, gearbeitet haben, denn, gehandelt haben, weil man sagte, ja, die Kinder sind alle Spione, die Zivilisten sind alle Partisanen. Das heißt, vor denen müssen wir Angst haben. Und die umzubringen, ist fast so eine Art Notwehr. Also das sind ja auch Situationen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Herr Bürek, die Situation war zum Teil vorgegeben von der obersten Heeresleitung. Da gab es einen Befehl, der lautete, dass die normale Kriegssituation, das heißt die Gerichtsbarkeit, aufgehoben ist. Also alles war erlaubt? Ja, es war alles erlaubt. Es gab nur ganz dezidiert den Satz, der hieß, zu verfolgen sind nur sexuelle Vergehen. Es lag in der Hand, was einmalig ist in der ganzen Kriegsgeschichte, quasi des einzelnen Soldaten zu entscheiden, ist das nun ein Partisan oder ein Freischärler oder ist er nur verdächtig? Also keine Standgerichte und gar nicht. In keiner Weise. Und das war dieses Üble dabei der Geschichte, nicht? Haben Sie mal erlebt, dass jemand gesagt hat, ich mache da nicht mit und hat dann Konsequenzen erfahren? Ja, vielleicht etwas anderes, nicht so direkt. Ich hatte unter anderem auch immer wieder den Auftrag, Soldaten, die sich von der Truppe entfernt hatten, zu suchen. Wir bekamen in dem zweiten Jahr, Ende des Winters, Ostoberschlesier zur Auffüllung der Truppe. Und die konnten meistens Polnisch oder Ukrainisch. Und die waren auch clever. Ja. Nicht? Die kannten die Mentalität. Und es hat relativ viele gegeben,
die bei passender Gelegenheit dann ausgerückt sind. Nun gut, in einem Falle hatten wir uns geteilt, also ich habe den Auftrag gehabt, mit zwei Soldaten die Leute zu suchen. Und ich habe gesagt, du gehst dahin, du gehst dahin. Wir wussten genau, wo die zu suchen waren. In jedem ukrainischen, russischen Haus gab es einen großen Ofen und die Oberfläche des Ofens war gleichzeitig die Schlafstätte. Also ich habe gewusst, wo ich hinschauen kann. Also in deinem glücklichen Fall, schauen auf, sind die zwei, die ich gesucht habe. Ich habe sie halt nicht gesehen. Also solche Dinge waren eben auch möglich und die sind auch geschehen. Ja, schon geschehen, natürlich. Anderer Fall, wir konnten uns nicht trennen. In dem Fall war es nur ein Soldat. Wir haben ihn gebracht zum Kompanieführer. Nun lag es in dessen Hand zu entscheiden, ist es unerlaubte Entfernung von der Truppe oder ist es Fahnenflucht. Unerlaubte Entfernung wurde mit einer geringen Strafe und Fahnenflucht entweder mit Zuchthaus oder mit Tod. Also es lag auch hier im Ermessen des Einzelnen. Es gab viele Möglichkeiten. Warum reagiert ein Teil der früheren Soldaten so verletzt und so also völlig, wie soll ich sagen, ganz extrem auf diese Ausstellung und sagen, ihre Soldatenehre wurde in Schmutz gezogen? Und ich spreche jetzt hauptsächlich von denen, die wirklich selbst dabei waren. Ich spreche nicht von Herrn Gauweiler und diesen Leuten. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich meine jetzt die wirklich Betroffenen. Ja, also ich glaube, wer wirklich dabei war, wirklich an der Front war und das entsetzlich erlebt hat, der wird nicht so entsetzt reagieren. Sondern, wie es die Debatte gezeigt hat, führen hier das große Wort die Leute, die wirklich nicht dabei waren. Die gar nicht dabei waren. Die großen Helden waren ja auch immer die zum Beispiel, die hinter der Front waren, nicht? Das waren die. Und es hat sich ein Mythos aufgebaut. Und Schuld daran war aufgrund meiner Meinung der Kalte Krieg. In den ersten Jahren nach dem Krieg waren wir wie erstarrt. Dann kamen die Nürnberger Prozesse, da hatten wir jetzt plötzlich jemanden, da konnten wir auch drauf deuten. Und dann im Osten wie im Westen, hat als Folge des Kalten Krieges, wollte man eine neue Wehrmacht aufbauen. Mit wem wollen sie eine neue Wehrmacht aufbauen? Das sind die Offiziere, die ehemaligen Soldaten und so weiter und so fort. Und dann kam die berühmte Traditionspflege, nicht? Plötzlich waren alle edle Krieger und Helden und so weiter und so fort. Ich bin sogar überzeugt, dass der Teil davon das auch wirklich glaubt. Ja. Und man muss noch mal sagen, es gab auch welche, das haben Sie ja eben selbst gesagt. Der Offizier hat eben zugunsten des Flüchtenden entschieden. Ja. Also keine Pauschalurteile. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Nein, das war auch nie so gemeint. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ob ich mich jetzt relativ anständig verhalten habe oder nicht, ich fühle mich mit schuldig. Ich habe mit dazu gehört, ob ich wollte oder nicht. Ich kann mir das nicht raussuchen, ich muss dazu stehen. Und das versuche ich. Und dieser falsche Mythos, der sich aufgebaut hat, diese Verlogenheit, die sich ja auch bei dieser Debatte stellt, das finde ich einfach entsetzlich. Wenn wir nicht fähig sind, uns zu diesen Dingen zu bekennen als Volk, dann sind wir auch nicht in der Lage und auch nicht beauftragt, mit Fingern auf andere zu zeigen. Ich habe eine sehr, sehr, sehr interessante Bemerkung gehört von Hans-Jochen Vogel, der vor wenigen Wochen hier war. Und er sagte, auf den Hinweis der meisten konservativen Politiker, und ich meine jetzt nicht nur CSU, sondern auch CDU, die meisten sagen ja, das ist ja eine pauschale Verurteilung, da kommen ja nur die Kriegsverbrecher vor, es waren doch nicht alles Verbrecher. Daraufhin hat er gesagt, in einer Ausstellung über Waldsterben sieht man nur die kranken Bäume. Da stehen keine gesunden Bäume, denn das ist nicht eine Ausstellung über den Wald, sondern über Waldsterben. Dies ist eine Ausstellung über die Verbrechen, die begangen wurden, also werden die gezeigt, das ist auch ganz klar. Und damit muss man uns auseinandersetzen. Und niemand, weder die Ausstellungsmacher noch sonst jemand, hat gesagt, das war das ganze Heer, sondern das ist eben auch passiert. Damit müssen wir leben. Kann ich voll unterstreichen. Ich habe mich mit Herrn Vogel am
vergangenen Donnerstag, am vergangenen Wochenende in der Lukaskirche in München darüber unterhalten. Da hatten wir zu demselben Thema gesprochen. Man kann das nicht anders formulieren. Ich finde auch, dass er es gut gesagt hat. Ich muss sagen dazu, dass in einem Außenlager aus Auschwitz, Eintrachthütte, wurden wir von Luftwaffe-Soldaten bewacht, weil es war ein Rüstungswerk, das für die Luftwaffe gearbeitet habe. Leider, die Luftwaffe-Soldaten haben uns nicht besser behandelt als die SS-Männer. Auch das wieder ein Beweis, dass es das gegeben hat, aber das heißt ja nicht, dass die ganze Luftwaffe jetzt sozusagen alles vorbei war. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kreuzer. Vielen Dank. Ich darf Naomi Bubis und Sharon Mehler zu mir bitten. Hallo. Sie sind beide journalistische Filmemacherinnen. Sie sind außerdem befreundet und arbeiten an Projekten zusammen. Und warum wir Sie eingeladen haben, ist, das, weil Sie einen Film gemacht haben, der hieß Nazi-Opfer brechen das Schweigen. Und daraus entstand ein Buch. Dieses Buch heißt Sticker versucht, das Tabu zu brechen. Was heißt Sticker? Sticker ist das hebräische Wort für Schweigen. Und man versteht darunter ein ganz spezielles Schweigen? Also wir beziehen uns in dem Buch auf das Schweigen in den Familien, nämlich auf die Tabuisierung des persönlichen Verfolgungsschicksals der Eltern gegenüber ihrer Kinder. Sind Sie zu diesem Projekt aufgrund persönlicher Erfahrungen auch gekommen? Ja, wir saßen, Nomi und ich sind seit 1988 befreundet und dachten uns, dass wir zum 50 Jahre nach Befreiung des Ende des Krieges einen Beitrag dazu setzen wollen. Und uns kam die Idee, etwas zur jetzigen Zeit zu tun, also die jetzige Generation anzusprechen. Und so saßen wir gemeinsam da und überlegten uns ein Thema und kamen eigentlich selbst drauf, da wir uns schon seit 88, wie gesagt, kennen, dass ich eigentlich die Geschichte ihrer Eltern nicht kenne und sie die Überlebensgeschichte meines Vaters nicht. Ein Tabu, was innerhalb jüdischer Familien stattfindet und die zweite Generation angeht. Und so fanden wir dann den Weg,